Und jetzt hoffe ich, dass Sie meinen heutigen Gast ganz herzlich begrüßen, nämlich den Journalisten und Autor Nikolaus Blome. Lieber Herr Blome, Sie sind 1963 in Bonn geboren, also jenseits vom Rhein. Guido Westerwelle hat mir mal erklärt, und das würde ich gerne wissen, ob das auch auf Sie zutrifft, dadurch, dass er jenseits vom Rhein geboren sei, war in seiner Kindheit und Jugend in Berlin in etwa so weit entfernt wie Mexiko. Ist das so, wenn man jenseits des Rheins geboren wird? Also der entscheidende Punkt, in Bonn geboren zu sein, ist, ob man auf der richtigen Seite von Bonn geboren worden ist oder auf der Schelsig, auf der rechten Stromseite. Ich bin zum Glück auf der richtigen Seite geboren, auf der linken Seite. Ganz anders, ja. Das macht aber in der relativen Entfernung zu Mexiko nicht viel aus. Das stimmt. Zu Berlin vielleicht nicht. Zu West-Berlin, den damaligen, vielleicht gar nicht so weit entfernt. Aber zur DDR war man unendlich weit weg. Das stimmt. Ihr Vater war schon Journalist. Hat er Sie in der Berufswahl diesbezüglich beeinflusst? Ja, sicherlich schon. Der war nicht allzu lange Journalist nach dem Krieg, bis in die Mitte der 50er. Das muss ich an den Tonmeister richten. Lieber Tonmeister, können Sie uns etwas lauter stellen, ohne dass es brummt? Ich würde vor allen Dingen total gerne wissen, ob überhaupt irgendjemand im Publikum ist. Denn ich sehe niemanden. Nicht, dass es hier so eine Potemkinsche Aufführung wird. Ja, klar. Wir geben uns hier die ganze Zeit Mühe und auch ein bisschen. Ich habe mal eine, ich sag nicht, welche CDU-Politikerin erlebt, die ließ Beifall einspielen. Oder wir sagen, Sie müssen jetzt Gregor Gregor rufen, so wie Martin Schulz. Also nochmal, Ihr Vater war Journalist, hat er versucht, Sie diesbezüglich etwas zu beeinflussen? Sie sagten kurze Zeit. Er war eine kurze Zeit Journalist, bis in die Mitte der 50er Jahre, dann hat er sich selbstständig gemacht. Als Filmproduzent für Unterrichts- und so Industriefilme. Die Firma gibt es noch immer. Die war 2014 im 50. Jahr. Hat mich schon beeinflusst, weil es ein ungeheuer freier Beruf ist. Oder zumindest ein ungeheuer freier Beruf sein kann, sagen wir mal so. Und das war eine Sache, die mich sehr interessiert hat. Und mit Politik zu streiten, das hat er uns allen drei, die wir sind, drei Brüder, ich bin der Jüngste, das hat er uns allen drei beigebracht. Wie war das, wie ordnete er sich selbst politisch ein, eher konservativ oder liberal oder sozialdemokratisch oder weder noch? Ich glaube, er war ein großer Anhänger, ich glaube, ich weiß, er war ein großer Anhänger von Ludwig Erhard. Und wie man den heutzutage einordnen würde, weiß ich vielleicht schon, Sarah Wagenknecht glaubt es auch zu wissen, die immer zu Ludwig Erhard zitiert neuerdings und ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, dass die Wiedereinführung der sozialen Marktwirtschaft in der Revolution in Deutschland wäre, weiß ich nicht genau, ob das stimmt. Aber auf Ludwig Erhard sich zu beziehen, kann, glaube ich, nicht schaden. Aufs Wirtschaftswunder, auf die Idee, dass es Wohlstand für alle geben sollte. Dass, wenn das Ganze wächst, alles mitwachsen muss für alle. Meinetwegen in unterschiedlichen Tempi, aber zumindest, dass jeder hinterher sich besser steht als vorher. Also das heißt, das war eher die damals, das war ja mehr die Mainstream-Richtung, ne? Zur damaligen Zeit. Also es war zumindest nicht eine CDU, die aus dem Nationalkonservativen kam, sondern die kam aus dem Rheinisch-Katholischen. Hm. Und was sich früher der rheinische Kapitalismus nannte, war natürlich auch eine Adenauer, eine Veranstaltung, die auf sozialen Ausgleich großen Wert gelegt hat, die auf den deutschen Kooperatismus auch großen Wert gelegt hat, auf die Deutschland AG, wo die Firmen miteinander alle irgendwie dann doch verbunden waren, mindestens durch die Banken, glaube ich, war nicht mehr lebenstauglich, nicht mehr wirtschaftstauglich, dann in den 90er, 80er Jahren. Also insofern glaube ich, sich davon getrennt zu haben, wenn ich mich recht entsinne, unter Rot-Grün im Übrigen, unter Gerhard Schröder. Das war schon richtig, aber damals war es für den Wiederaufbau, glaube ich, eine ganz große Sache und genau das Richtige. Ihre Mutter, war sie Hausfrau oder auch beruflich tätig? Hausfrau. Und Sie sagten schon zwei Brüder, wenn Sie der Jüngste waren, hieß das, dass alles zulasten Ihrer älteren Brüder ging, also Ihre Sünden immer denen zugebucht wurde, da wurden Sie ein bisschen verwöhnt oder kann man das nicht sagen, haben die Sie gleich miterzogen? Ja, das haben wir mindestens versucht. Ich galt immer als der zerstreute Professor, der orientierungslos durch die Universität läuft. Meine Brüder haben sicherlich eine Menge, besonders mein Ältester hat eine Menge durchgekämpft, wie das jeder Älteste oder Älteste in der Familie tun muss.
Und ich hatte für das Vergnügen, am Ende dann der Einzige im Haus zu sein, im Haushalt zu sein. Und die volle Erziehungslast und der volle restliche verbleibende, sage ich mal, Erziehungseifer meiner Eltern dann auf mich allein fokussiert war. Wie würden Sie sich denn als Kind einschätzen? Waren Sie eher aufsässig oder eher zurückgezogen, einzelgängerisch oder eher rebellisch? Ich glaube nicht allzu rebellisch. Ich glaube, mit uns hatten unsere Eltern vergleichsweise wenig Probleme oder wenig Aufsässigkeit. Ich glaube, meine Eltern waren klug genug, uns machen zu lassen. Mhm. Was man, glaube ich, Eltern sowieso ganz prinzipiell empfehlen kann. Und einzugreifen, wenn sie das Gefühl hatten, jetzt läuft es irgendwie komplett schief. Aber im Prinzip haben sie uns machen lassen und es ist ganz gut gegangen. Hatten Sie Lieblings- und Katastrophenfächer? Katastrophenfächer? Blöd ist, wenn man... Also ich bin eigentlich schon durchaus sportlich, oder zumindest war ich sportlich. Aber doof ist, wenn Sie mit dem Vornamen, mit dem Nachnamen B als Erster ans Reck müssen. Weil Sie vorne in der Reihe stehen. Das ist echt doof. Bei uns ging es zum Glück nach Länge, dadurch war ich immer der Letzte. Das hätte ich auch einführen sollen, dann wäre ich mutmaßlich der Vorletzte gewesen. Das ist, insofern ist das aber doof. Aber ja, doch, ich habe Geschichte gerne gemacht, habe es am Ende auch studiert, habe gerne Sprachen gemacht, aber festgestellt, dass man in der Schule... Also Fremdsprachen auch gerne gemacht. Fremdsprachen, ja. Habe festgestellt, dass man in der Schule keine Fremdsprachen, dass man Fremdsprachen zumindest in dem Gymnasium, in dem ich war, nicht gut gelernt hat. Das habe ich später lernen können, besser lernen können. Aber das war ein großer, breiter, langer, ruhiger Fluss durch die 70er, 80er Jahre. Und Mathematik und Naturwissenschaften? Nicht so, nein. Also ich habe Mathe noch Abi machen müssen. Das ging so mehr oder minder gut, aber am Ende war das, wenn Sie nie in Gefahr geraten, sitzen zu bleiben, dann haben Sie, glaube ich, an Ihre schulische Laufbahn eher weniger Erinnerung, weil es so ein breiter Fluss ist, der dann von A nach B fließt. Und so war das bei mir. Nach Ihrem Abitur 1983 gingen Sie 2 Jahre als Zeitsoldat zur Bundeswehr. Mhm. Warum gingen Sie länger, als die Wehrpflicht eigentlich dauerte? Was war das für ein Wille, für eine Überzeugung? Naja, es war, meine Brüder waren auch 2 Jahre. Das hat aber, die haben Reserveoffiziersanwärter gemacht, das wollte ich nicht machen. Und ich habe im Nachhinein erfahren, dass ich, wenn ich es zumindest richtig in Erinnerung habe, gar nicht hätte gehen müssen, weil meine 2 Brüder schon gegangen waren. Dieser Irrtum ist ein bisschen schief gelaufen. Warte, der Dritte musste nicht mehr zur Armee? Nee, in einzelnen Jahren musste der Dritte nicht mehr zur Armee. Ach, ist ja ein Ding. Und ich weiß nicht, wie das mit der NVA war. Ich weiß auch nicht, wie man das zählt, wenn ein Vater so mehrere Kinder verteilt über der Welt hat. Aber nur das gab es ja in Westdeutschland als Gesellschaftsmodell noch nicht so, zumindest nicht in meinem Alter. Nein, ohne Witz, der Unterschied zwischen Wehrpflicht damals, 15 oder gar 18 Monate, weiß gar nicht mehr ganz genau, und 24 Monate, fand ich jetzt nicht so dramatisch schlimm, aber 15 Monate, also Wehrpflicht zu gehen, hieß Panzer putzen, einen Hof fegen oder irgend so einen Unfug machen. Also irgendwas wirklich Langweiliges, wo Ihnen die Zeit, glaube ich, fürchterlich lang geworden wäre. Und da habe ich mich verpflichtet, um die Chance zu haben, in so einen NATO-Staat zu kommen. Ja, Sie waren in einem NATO-Hauptquartier Scheeb, glaube ich, in Belgien, 15 Monate. Was macht man da? Man rettet die freie Welt. Das ist klar. Man steht in Entschlossenheit. Das kann man alles gar nicht mehr sagen, was wir da gemacht haben. Also ich habe beigetragen, ich habe in der Druckerei gearbeitet. Mhm. In der Druckerei von Scheeb, wo halt vom Telefonbuch bis sehr, damals zumindest sehr, sehr geheim gehaltene Dokumente gedruckt wurden. Da waren 2 belgische Drucker, die wirklich das Druckhandwerk verstanden und an echten Druckmaschinen arbeiteten. Und dann waren so ein zusammengewürfelter Haufen von amerikanischen, deutschen, italienischen und ich glaube ein türkischer Soldat, die Kopierer bedienten, die top modern waren. Sowas gab es in Deutschland, habe ich das nie gesehen zu dem damaligen Zeitpunkt. Und dann kopierten wir irgendwelche Dokumente und obwohl wir, zumindest ich, einen sehr niedrigen Dienstgrad hatte, hatte ich die höchste Clearance, die höchste Sicherheitsstufe mit MAD-Überprüfung und allem drum und dran, weil man halt mit dem Zeug so umging. Und wenn mal so ein Kopierer schief lief, dann flogen durch den ganzen Saal Cosmic Top Secret Atomel, das ist die oberste Geheimhaltungsstufe, Cosmic Top Secret Atomel Dokumente und segelten so durch den Raum und wurden dann in blaue Plastiktüten gesteckt und am Nachmittag nahm man so eine Plastiktüte mit und schmiss sie hinten in die Verbrennungsanlage. Also da wäre der Moment gewesen, mich abzuwerben. Ist aber nicht geschehen. Aber wenn man da mit so vielen Soldaten aus anderen Ländern zusammen ist, internationalisiert einen das? Lernt man da auch Fremdsprachen und so weiter? Befreundet man sich ein bisschen und besucht die dann auch mal?
Ja, ich gebe zu, nicht mehr rasend viel Kontakt zu manchen der deutschen Kollegen von damals schon noch, also aus dem Jahrgang, mit dem ich da hingegangen bin. Von den Internationalen weniger, aber damals war es eine total internationale Gemeinschaft. Wenn man wollte, musste man nicht und manche haben sich dafür auch nicht geöffnet. Allein deshalb, weil die ganzen Sportfacilities, die ganzen Sporteinrichtungen waren von den Amerikanern gemacht. Weil die Amerikaner, wenn sie irgendwo hingehen und eine ordentliche Kaserne bauen bzw. so einen Stützpunkt unterhalten, dann machen sie für ihre Soldaten eine ganze Menge fürs Freizeitangebot. Ja, und das durfte man halt mitnutzen und so lernte man jede Menge Amerikaner kennen. An den Schulen spielt der Sport dort eine Rolle, wie wir das gar nicht kennen, habe ich festgestellt, in den USA ja, selbst. Ja. Das ist ein Weg für einen sozialen Aufstieg unter anderem über Stipendien und so kommen sie in manche Schulen rein, in die sie sonst wegen des Geldes nicht kommen würden in den USA. Nach 2 Jahren wurden Sie als Obergefreiter entlassen. Ist das ein hoher Dienstgrad, ein normaler oder ein niedriger nach 2 Jahren? Wie man sieht. Für 2 Jahre ist das eher wenig, aber das unterschreiben Sie vorher, oder ich habe das vorher, musste man das vorher unterschreiben, dass man, obwohl man 2 Jahre geht, nicht in diese Offizierslaufbahn will, weil man ja in diesen NATO-Stab will. Und Offizierslaufbahn, das fand ich jetzt eh nicht so spannend, gebe ich zu. Das hat meine beiden Brüder gemacht, das fand ich jetzt nicht so attraktiv und so werden sie da einmal toll befördert und dann sind sie Obergefreiter und scheiden in diesem Rang in allen Ehren aus. Ich hatte einen Mitarbeiter, der jetzt in Rente gegangen ist, Dieter Liemann, und das war so schön, der erzählte mir von seiner Bundeswehrzeit, dass er immer stellvertretender Kraftfahrer war für einen LKW. Er hatte bloß nie eine Fahrerlaubnis, das hat nie einer gemerkt. Er sagt, wenn ich hier hätte fahren müssen, das wäre furchtbar geworden. Aber er als Stellvertreter saß er immer nur daneben, ne? Und das hat bedingt abwehrbereit, kleine Zweifel bei mir aufkommen lassen. Von 1985 bis 1989 haben Sie Geschichte, Volkswirtschaft. Ganz kurze Frage, gehen wir jetzt durch den kompletten Lebenslauf oder wie planen Sie den Abend? Ja, ja, wir haben ja noch Zeit. Also haben Sie Geschichte, Volkswirtschaft, Politik in Bonn und in Paris studiert und wurden Magister. Was mich interessiert, wie kam es zur Entscheidung hinsichtlich der Studienrichtung? Was interessierte Sie auf besondere Weise bei diesem Studium? Geschichte hat mich interessiert, einfach vom Lesen her, von der Materie her. Und naja, am Ende machen Sie so einen Kompromiss. Also Sie wollen ja nicht automatisch ein Studium machen, das geradewegs hinter das Steuerrad eines Taxis führt. Und darum denkt man bei Geschichte, naja, oder bei Germanistik, lass es uns mit irgendetwas kombinieren, was vielleicht noch eine, soll man sagen, restliche Verwertung im marktwirtschaftlichen Betrieb des Großen und Ganzen sichert. Und darum habe ich Volkswirtschaft dazu gewählt als Nebenfach, das ging damals noch, und Politik noch als Nebenfach. Und in der Kombo hoffte ich in der Tat auch noch Journalist werden zu können. Wie haben Ihnen denn Politikwissenschaftler erklärt, was an der Politik Wissenschaft ist? Naja, ich habe bei Herrn Funke gehört, ich habe bei Hans-Peter Schwarz gehört. Und ob man das verwissenschaftlichen kann, weiß ich auch nicht im Sinne von Prognosefähigkeit oder ähnlichem, wahrscheinlich nicht. Aber es ist schon interessant, entlang wissenschaftlicher Kriterien Vergleiche heranzuziehen. Also auch der Frage nachzugehen, ob man Kommunismus und Nationalsozialismus vergleichen kann, vergleichen darf, wenn ja, entlang welcher Kriterien. Ich habe studiert in der Zeit, als der Historikerstreit tobte. Da war ich nur gerade in Paris, aber immerhin, habe es trotzdem halbwegs mitbekommen. Also was geht da? Welche Parallelen kann man ziehen? Welche sollte man besser nicht ziehen, um das eine nicht durch das andere zu relativieren? Das ist dann schon eine Wissenschaft. Und das ist auch mehr eine Wissenschaft als eine Glaubenssache, weshalb Sie über geschichtliche Vorgänge durchaus am Ende auch einer Meinung sein müssen, über manche zumindest. Bonn verstehe ich, da kamen Sie ja auch her. Und wie kamen Sie darauf, auch in Paris zu studieren? Wollten Sie dadurch auch Französisch lernen? Oder? Ich konnte über den Einsatz da in Shape, in der Nähe von Brüssel, dann ganz gut Französisch und wollte immer mal in Paris studieren. Und das war die Gelegenheit, mit so einem kleinen Stipendium vom DAAD damals noch nach Paris zu kommen. Hat Ihnen Paris, da wurde es noch bar ausgezahlt. Hat Ihnen Paris imponiert als ja, Stadt? Ja, natürlich, ja klar. Ich finde es auch eine fantastische Stadt, muss ich sagen. Wunderbar. Es ist, ich glaube, da, wo ich gewohnt habe, in so einer Hinterhofmannsade, aber in einem sehr, sehr, sehr schönen Viertel, ganz in der Nähe vom Invalidendom, da können Sie heute keine Wohnung mehr kaufen. Es ist unmöglich, auch nur
50 Quadratmeter zu kaufen, das ist, glaube ich, für niemanden mehr erschwinglich. Ich weiß gar nicht, wer da wohnt, der nicht schon seit 3 Generationen da wohnt oder noch länger. Hm. Also sehr alt eingesessen und es wechselt nicht, aber es ist unfassbar teuer geworden, ähnlich wie London. Also es ist schade und dabei ist Paris so eine große, so eine wichtige Stadt, aber sie ist sozial vollständig entmischt. Ja. Sie sind ja dann in die Journalistik gegangen, das hatten Sie schon entschieden, kann man sagen, so für sich, als Sie begonnen haben zu studieren? Also es war zumindest mein Ziel, aber ich war mir nicht sicher, ob ich es kriegen würde. Weil schon klar war, dass Sie in den Journalismus, und das gilt heute noch mehr als damals, nicht mit dem Studium alleine kommen, sondern Sie kommen dann nur mit einer daraufgesetzten, parallel, wie auch immer, gemachten Journalistenschule oder mit einem richtigen Volontariat. Also ohne sowas zusätzliches, handwerkliches, Ausbildung in einem Verlag bzw. in einer Zeitung kommen Sie, also kriegen Sie fast kein Bein an den Boden. Insofern setzt man auf so ein Studium dann eben noch so eine Ausbildung drauf und dann wird man ganz schön. Aber erst haben Sie ein Praktikum bei der Rheinischen Post gemacht. Ja. Wie war denn das Praktikum? Ich meine, macht man da so, muss man durch alle Lokalteil. Räume, durch jede Station durch? Nee, das war im Lokalteil. Das war bevor ich zur, also das war in der Zeit zwischen Abitur und Bundeswehr. Habe ich da zwei Monate ungefähr im schönen Opladen. Das ist so ein Nebenort von Leverkusen, wobei Leverkusen mal der Nebenort von Opladen war. Das ist aber länger her. Da ein Praktikum gemacht bei einem im Lokalteil, der damals noch, naja, heute ist auch noch eine große Kann Zeitung, ein aber damals. Lokalteil auch spannend ja, werden, selbst wenn man da nicht herkommt, doch, ne? Natürlich, weil sie was lernen und vor allen Dingen können Sie als Praktikant was machen. Wenn Sie, das sage ich auch allen Praktikanten, die zu uns kommen, setzt euch nicht in die Politikredaktion oder nicht, meinetwegen in den Sport schon noch eher, aber nicht in die Politikredaktion. Ihr guckt uns nur beim Telefonieren zu. Das ist langweilig und große Sachen können wir euch nicht machen lassen und eigenständig sowieso nicht. Aber wenn man in den Lokalteil geht, dann wird man losgeschickt, solange man halbwegs beim ersten oder zweiten Mal nachgewiesen hat, dass man nicht voll doof ist. Hm. Und dann, ja, das ist, ja, dann kommen Sie... Das ist nicht so leicht. Mancher scheitert sein ganzes ganz Leben daran. Sogar, ja. Ja. Und dann können Sie da was machen und dann stellen Sie ganz schnell fest, ob der Job was für Sie ist. Also ob diese Art von Arbeiten unter Zeitdruck, Arbeiten unter vielerlei Beschränkungen bzw. Drücken und Einschränkungen wirklich was für Sie ist. Und dann waren Sie an der Henny-Nann-Journalistenschule in Hamburg von 90 bis 91. War das erstens spannend, war das interessant, hat man da wirklich viel gelernt oder war das eher der Ausgangspunkt, um dann in den Beruf gelangen zu können? Beides. Wenn Sie bei der Nannenschule damals genommen waren, dann konnten Sie sicher gehen, einen ersten Job danach zu finden. Also es war wie eine Eintrittskarte in eine Anstellung, wenn Sie Glück hatten, sogar eine Festanstellung. Die Zeiten sind leider auch vorbei. Mittlerweile, oder zwischenzeitlich war es zumindest so, dass das Gros der Kollegen, die da rauskamen und aus den anderen Journalistenschulen übrigens auch, dann wirklich Schwierigkeiten hatte, einen Job zu finden, also eine Festanstellung zu finden. Viele sind in den freien Beruf gegangen, was auch okay ist und sehr, sehr erfüllend sein kann. Damals war es klar, wenn Sie danach eine Festanstellung haben wollten, dann haben Sie die gekriegt. In irgendeinem Blatt, vielleicht sogar im Haus Grunewald, ja selber. Und das war halt über die Wendezeit hinweg oder in der unmittelbaren Nachwendezeit, so muss man sagen. Ich habe am Tag, ja, als Rohwedder erschossen wurde, am 1.4.91 angefangen bei der Berliner Zeitung mein Praktikum zu machen. Also ein weiteres 3-Monats-Praktikum. Und durfte dann immer, das war sehr lustig, auf Geheiß der dann noch amtierenden Chefredaktion, dessen Namen ich leider nicht mehr drauf habe, bedauerlicherweise, immer die wirtschaftlichen Kommentare schreiben, weil sich keiner mehr im Blatt traute, Wirtschaftskommentare zu schreiben, weil jetzt irgendwie Marktwirtschaft angesagt war und das hatten sie nicht so geübt all die Jahre. Sie haben ja dann auch für den Wirtschaftsteil gearbeitet, warten mal. Beim Tagesspiegel, ja. Sie waren dann... nach Berlin zu kommen, das war halt ein großes Ziel. Ja, von 91 bis 93 waren Sie ja Wirtschaftsredakteur beim Tagesspiegel in Berlin. Und erstens war es schwer oder leicht in der Zeit nach Berlin zu kommen und zweitens, wieso der Wirtschaftsteil? Ich meine, hat Ihnen das bisschen Volkswirtschaftsstudium genutzt? Na, das bisschen Volkswirtschaftsstudium erhebt sich schon über ganz viele andere, die gar kein bisschen Volkswirtschaftsstudium haben. Ja. So eine gewisse Restverliebtheit in Zahlen sollte man sich bewahren, finde ich, weil halt so viele Dinge auch mit Zahlen zu erklären sind. Also von Parteiprogrammen einzelner Parteien bis hin zu ganz normalen Zusammenhängen von Angebot und Nachfolge und ich weiß nicht was. Und es ist natürlich immer leichter, in den Wirtschaftsteil zu kommen als in den Politikteil, wenn alle in den Politikteil wollen, um sich dann über die
Ostafrika Berichterstattung zu balgen. Kommen Sie in den Wirtschaftsteil. Und das war damals, hieß es zumindest im Tagesspiegel, Treuhandberichterstattung. Und ich habe fast 2 Jahre, die ich da war, oder die 2 Jahre, die ich da war, fast ausschließlich Treuhandberichterstattung gemacht. Mhm. Und das war spannend, mit Reisen, viel Reisen, weniger als ich mir erhofft hatte, aber immerhin doch eine ganze Menge Reisen in die 5 neuen Bundesländer, um sich Sachen anzuschauen, die dann im Umbruch waren. Von Bischofferode, Kaliwerk. Ich habe meinen ersten Leitartikel darüber geschrieben, im Tagesspiegel, weiß ich noch. Und da auf der Seite 1, wo er heute immer noch steht. Und ich weiß nicht, wie viele 100 Artikel ich geschrieben habe über Eco. Und die Frage, ob die technologische Lücke bei Eco, die manch einem im Publikum vielleicht noch was sagt, also zwischen, es kommt der Rohstahl an und hinten raus kommt ein fertiger Stahlträger, da fehlte denen was. Das war nicht so schlimm in der DDR, das fuhr man dann woanders hin, dann kam es wieder zurück und wurde weiterverarbeitet. Das war aber nicht mehr rentabel zu marktwirtschaftlichen Bedingungen, auch zu Bedingungen der dann Währungsunion. Und dann ging es hin und her, rauf und runter, ab die technologische, die Dünn-Brammen-Gies-Walzanlage hieß es. Dünn-Brammen-Gies-Walzanlage habe ich sehr oft getippt, hatte ich nachher so einen Tastenschlüssel für, bam, dann stand das Wort schon da. Das fehlte da und das war außerordentlich spannend zu sehen, wie eine ganze Wirtschaft, das haben Sie sicherlich auch miterlebt, eine ganze Wirtschaft umgekrempelt wird, dabei auch eine Menge wahrscheinlich kaputt gegangen ist, was nicht hätte kaputt gehen müssen. Und eine Menge Sachen dann aber auch erhalten worden sind, die man 10 Jahre später erkannte, besser nicht erhalten hätte. Dass der Konsum kaputt gegangen ist, habe ich nie verstanden. Also man konnte es erklären, aber eine riesengroße Handelskette mitten in Ostdeutschland, wo die Kaufkraft wegen der Zuflüsse ja auch nicht kleiner geworden ist, dann, dass die kaputt ging, hing einzig und allein damit zusammen, hat man dann gelernt. Und das versteht man als Volkswirt besser als Politologe, dass der Boden, auf dem die Gebäude standen, der Boden gehörte nicht dem Konsum, die Gebäude wohl. Und dann können Sie aber Ihr Gebäude nicht beleihen, wenn Sie den Boden drunter nicht besitzen. Und so konnte der Konsum keine Kredite aufnehmen, konnte nicht modernisieren und bumm, weg war er. Der Edeka hat sich kaputt gemacht. Wissen Sie, ich habe bei Bischofferode natürlich eine spezifische Erinnerung, weil ich da ja viel unten war, geredet habe, denen versucht habe zu helfen. Aber eins habe ich auch festgestellt. Meine revolutionären Mitglieder, die ich ja zuhauf in der Partei hatte, die waren nie da. Also das ist auch gut. Die halten gerne große Reden, aber dann so vor Ort, ja, das war, dann durfte ich dahin fahren. Und das war Eisfeld, das war ein katholisches Eisfeld. Ja, klar. Es war nicht so eine einfache Gegend, aber es hat mir trotzdem imponiert. Und wissen Sie, wenn Sie Männer sehen, die einen Oberarm haben, wie ich Schenkel, und weinen, richtig bittere Tränen weinen, also mich hat das richtig mitgenommen, muss ich sagen. Es hatte was von, also auf eine Art waren die wie die Eingeschlossenen. Also ja, nicht nur im physischen Sinne, als sie dann zum Teil, glaube ich, auch unter Tage gestreikt haben, aber es hatte was sehr Klaustrophobisches und man kam auch gar nicht mehr an die Leute ran, die natürlich nicht verstanden, warum ihre Grube zugemacht wird, derweil, keine Ahnung, 10 Kilometer, 50 Kilometer, 15 Kilometer auf der anderen Seite der Grenze, also der deutsch-deutschen Grenze vormals, Kalibergwerke in Saus und Braus lebten. Und sie das haben sie nicht verstanden. Immer exportiert nach Schweden und so. Ja, haben nein, das sie auch konnten sie nicht verstehen. Ja. Es war halt, ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass das überall blendend gelaufen ist. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ich weiß es einfach im Nachhinein nicht mehr, ob wirklich der Kalibau Ost lebensfähig gewesen wäre. Aber man ist bei manchen Branchen das Gefühl nicht losgeworden, dass da westdeutsche Konzerne kamen, geguckt haben, was ging, vieles übernommen haben, viel investiert haben und manches auch ganz gerne haben sterben lassen. Ja, ich glaube, dass Kali und Salz die nicht wollte, aber okay, das werden wir jetzt nicht belegen können. Also, das hat Ihnen auch Spaß gemacht, über die ganze Wirtschaftsentwicklung zu schreiben. Naja gut, das war das Spannendste, was es gab damals, ja, oder? Also. Dann wechselten Sie zum Axel Springer Verlag. Waren Sie schon damals eher konservativ eingestellt? Gibt viel in die Richtung oder hatte das ganz andere, viel praktikablere Gründe? Also die Richtung gefiel mir, manches daran auch nicht. Aber da kam so ein Schwall junger Leute rein, was es einfach mal einen Generationenwechsel dann immer mal wieder gibt in solchen Blättern, die eine andere Zeitung machen wollten. Und das wurde dann auch eine andere Zeitung, die wurde viel luftiger, viel offener für alles. Nicht zuletzt mit Thomas Löffelholz als Chefredakteur, später mit Matthias Döpfner als Chefredakteur. Da bewegte sich was in der Welt und natürlich war es, müssen Sie auch nichts vormachen, der Sprung von der Regionalzeitung, von der sehr, sehr, sehr guten Regionalzeitung, Tagesspiegel, zu einer überregionalen.
Und das reizt natürlich. Was imponierte Ihnen an dem anderen Leben im Vergleich zum Tagesspiegel bei Springer und was störte Sie? Das ist ein größeres Rad, wenn Sie mit einer überregionalen Zeitung, also in einer überregionalen Tageszeitung arbeiten, dann nehmen Sie andere Themen größer wahr, dann ist mehr Platz für den Wirtschaftsteil zumindest, der war damals natürlich, da habe ich angefangen bei der Welt, opulenter als der im Tagesspiegel sein konnte. Der war weniger auf Berlin fokussiert, obwohl der Tagesspiegel sich immer Mühe gegeben hat, eine außerordentlich gute, und das macht er immer noch, überregionale Tagesberichterstattung zu machen, auch in der Wirtschaft. Aber es ist schon was anderes, da arbeiten Sie plötzlich mit dem Korrespondentennetz zusammen, als Redakteur innen drin, mit dem Korrespondentennetz von Festangestellten und nicht nur von Freien oder einzelnen Festangestellten und vielen Freien. Das ist einfach anders ausgestattet. Da können Sie mehr machen. Sie wurden dann bei der Welt der Ressortleiter für Außenpolitik. Ist man in der Außenpolitik relativ unabhängig und frei, weil die meisten nichts davon verstehen? Oder gibt es da von links und von rechts und von oben und von unten immer Hinweise, dass man das falsch sieht? Hinweise gibt es immer, klar. Und jeder will mitreden, das ist auch gut so, finde ich. Ich war vorher 2 Jahre in Brüssel und so bin ich auf dem Umweg als Korrespondent zurückgekommen und dann Ressortleiter Außenpolitik geworden. Ja klar, redet da jeder mit. Reden immer alle mit. Das ist gar nicht so schlecht. Also in der Regel wird vom Mitreden die Zeitung besser, als vom nur so schweigen vor sich hinwerkeln. Aber Vorgaben in dem Sinne gab es nicht, oder doch? Die Zeitung hat einen klaren Kompass. Wenn Sie das als Vorgabe bezeichnen mögen, dann kann ich das nicht ändern. Aber die Zeitung hat natürlich einen klaren Kompass, pro-europäisch, pro-Euro übrigens damals auch schon, pro-transatlantisch, pro-Israel, etc., etc. Und wenn Sie den gar nicht kaufen wollen, den Kompass, weil das gar nicht Ihre ist, ist das auch okay. Dann sind Sie aber in dem Blatt an der falschen Adresse. Ja. Genauso wie Sie mit einem außerordentlich pro-marktwirtschaftlichen, pro-transatlantischen, pro-europäischen Kurs im neuen Deutschland eher an der falschen Adresse sind. Also da würde ich jetzt nicht hingehen, weil da würde ich nicht froh werden, außer als Chefredakteur. Und dann hast du die Zeitung aber anders. Nein, wenn Sie dorthin gehen, würden Sie nicht froh werden und die anderen auch nicht. Das glaube ich auch. Ja, aber ich hatte auch Gründe, dort nicht hinzugehen. Die Frage, die Sie noch nicht beantwortet haben, wäre es dann eine bessere Zeitung, wenn ich da hingehe? Könnte sein. Hängt davon ab, ob Sie neue Leserkreise erobern und die alten nicht verlieren. Das ist ja die Kunst. Einfach wechseln ist ja... Aber der Titel Neues Deutschland ist doch eigentlich nicht schlecht, ne? Nein, das ist gut. Deutschland im Titel zu führen, kann nicht schaden, ja. Das kommt darauf an, was man daraus macht. Wissen Sie, dass das auch nie einer gemerkt hat? Die DDR legte doch immer mehr Wert auf Deutsche Demokratische Republik. Aber wissen Sie, was immer nach Deutschland hieß? Die Partei. Es war nicht die Sozialistische Einheitspartei der Deutschen Demokratischen Republik. Also Deutschland. Sondern die Sozialistische Einheitspartei Deutschland. Und die anderen auch. Und das auch. Ist nie einem aufgefallen? Ja, kaum. Und warum haben Sie dann so oft den Namen gewechselt? Ja, wir ja, weil wir wollten das ja nicht mehr sein, verstehen Sie? Wir wollten uns hier reformieren. Und also in Wirklichkeit war der Witz, dass ich ja mich wirklich als demokratischer Sozialist verstehe. Und dann wurde mir gesagt, der wirkliche Sozialismus ist immer demokratisch. Ja, ich kann schon sein, aber den hat keiner erlebt. Erlebt ja. Haben Sie gerade das Gegenteil. Und selbst wenn das eine Doppelung ist, mache ich gerne die Doppelung demokratischer Sozialismus, weil ein anderer nicht in Frage kommt. Das war ein harter Kampf. Und die Linke finde ich gut, weil es anmaßend ist. Nicht eine Linke, sondern die Linke. Das, verstehen Sie, das ist so ein Alleinvertretungsanspruch. Ja, wenn aber die ganze als Linke, also wenn Sie damit die ganze Linke verhaftet haben und die dann halt offenkundig nie regieren will, wie, tut mir leid, dass heute und gestern bei Ihrem Parteitag rausgekommen ist, dann werde ich da nicht schlau draus. Nein, das stimmt so gar nicht. Wenn es die Möglichkeit real gibt, glauben Sie mir, ich kenne die Harten. Wie weich die werden. Ich war in Berlin 6 Monate. Also Sie beschließen jetzt das Parteiprogramm, den Wahlkampfprogramm, um es nachher wieder herzugeben? Nein, das ist, was da im Programm steht. Ich habe Ihnen ja gesagt, ganz einfach, die Richtung muss stimmen, die Schritte können immer kürzer sein. Also das Steuerprojekt teile ich so nicht, habe ich Ihnen auch gesagt, aus bestimmten Gründen. Die Abschaffung, ich stehe noch unter dem Eindruck der heutigen Berichterstattung, Abschaffung der Geheimdienste, raus aus der NATO. Nein, stimmt nicht. Ist abgelehnt worden, der Antrag.
Sehen Sie, das ist nicht genau. Es gab den Antrag, dass Deutschland austreten soll aus der NATO und das wurde abgelehnt. Es bleibt dabei, dass wir als Vision anstreben, die Auflösung der NATO und Ersetzung durch ein anderes System für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unter Einschluss von Russland. Streiche raus aus der NATO und setze Auflösung der NATO. Nein. Zum Beispiel Frau Höger und so sagte, wir müssen austreten und da sagten alle, nein, das, dann bleibt die NATO, wie sie ist, nur ohne Deutschland. Das kommt nicht in Frage. Insofern, das hat mit Koalitionsverhandlungen gar nichts zu tun. Da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Aber warum beschließen Sie das, wenn es die Koalitionsverhandlungen dann gar nicht mehr interessieren würde? Das verstehe ich nicht. Nein, das stimmt nicht. Eine Partei muss Vision haben. Und die Auflösung der NATO geht nur mit Zustimmung aller NATO-Mitglieder, also einschließlich USA. Das ist als Vision völlig in Ordnung, wenn man sich eine andere Sicherheit vorstellt. Aber es hat mit der Koalition nichts zu tun, weil innerhalb von 4 Jahren kriegen wir niemals die Auflösung der NATO hin. Aber man darf ja auch von einem demokratischen Sozialismus träumen und weiß trotzdem, dass man den in der Koalition nicht hinbekommt. Die konkreten Beschlüsse, die sind da viel relevanter und entscheidender. Im Gegenteil, ich muss mal sagen, bei diesem Parteitag wurde fast alles abgelehnt, was es fast unmöglich gemacht hätte, mit Ausnahme des blöden Kirchenbeschlusses, den sie aber heute zurückgeholt und korrigiert haben. Aber die Auflösung der oder die Abschaffung der Geheimdienste inklusive Verfassungsschutz? Ja, da setzen sie sich nicht mit durch. Aber wissen Sie, der Verfassungsschutz in Thüringen war auch so, dass man sich nicht in ihn verliebte. Also ich bin zumindest für eine Neustrukturierung. Stellen Sie sich vor, Sie müssten mich als Wähler werben. Das wäre jetzt nicht ganz leicht. Nein, das stelle ich mir gar nicht erst vor. Das ist mir viel zu anstrengend, ehrlich gesagt. Geben Sie sich einen Ruck. Nehmen Sie es quasi als Lebensaufgabe. Aber ja. Und dann sagen Sie mir, wir haben das und das und das im Programm, das kann Ihnen jetzt gefallen oder auch nicht. Aber schon beinahe egal, denen es gefällt, denen müssen wir leider sagen, wir machen das aber eh nicht. Und denen es nicht gefällt, sagen sie, wir machen das aber nicht. Und dann frage ich mich, ja, warum beschließt er nicht was anderes? Nein, das ist falsch. Eine Partei muss sowohl Visionen haben, weite Ziele haben, als auch ein konkretes Programm. Das konkrete Programm werde ich jetzt noch mal lesen, wie es in der Endfassung aussieht. Da gibt es Sachen, die mir nicht gefallen. Es gibt mir andere Sachen, die mir gefallen. Und dann sage ich, und wenn ihr eine Koalitionsverhandlung gibt, müssen die Schritte immer in die richtige Richtung gehen. Zum Beispiel gab es folgende Auseinandersetzung. Teilnahme an Kriegseinsätzen oder die Bundeswehrsoldaten im Ausland auszuschließen. Und da ist entschieden worden, Teilnahme an Kriegseinsätzen auszuschließen. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und gerade um Koalitionsverhandlungen zu ermöglichen. Und das wäre auch ein Undenk. Wenn wir einem Krieg wie gegen Afghanistan oder Libyen oder Irak zustimmen, können wir unsere Sachen packen und nach Hause gehen. Das geht auch nicht. Ich glaube, alle wissen, alle Einsätze, die mit UN-Mandat laufen, die Sie aber als Kriegseinsatz wahrnehmen. Ja, das ist noch was anderes. Das ist dann eine konkrete Form der Auseinandersetzung. Aber zum Beispiel Afghanistan lief auch mit UN-Mandat. War der Krieg deshalb richtig? Ich glaube nicht. Was haben wir dann erreicht, außer doppelt so viel Elend? Dann ist mir versprochen worden, Al-Qaida wird vernichtet, die sind bloß umgezogen. Und zwar in den Irak und nach Pakistan. Die Taliban haben heute mehr Macht als früher. Die Mädchen sollten alle zur Schule gehen, kann überhaupt keine Rede von sein. Nee, ich glaube, die Probleme in Afghanistan hätte man nicht versuchen sollen, militärisch zu lösen. Zumindest hätte man sich... Ich glaube, man hat es zu Recht versucht und es ist bei weitem nicht so gut gelaufen wie versprochen oder wie vielleicht in Aussicht gestellt. Da bin ich bei Ihnen. Dass man es versucht hat, finde ich trotzdem richtig. Es pauschal solche Sachen für die Zukunft abzulehnen, halte ich für falsch. Denn beim nächsten Mal könnte es hoffentlich besser laufen. Und es gibt auch Einsätze von kleinerem Kaliber, wie meinetwegen in Mali oder am Horn von Afrika. Die könnten Sie alle nicht mitmachen. Das ist auch noch was anderes. Da ist die Frage, ob das ein Kampfeinsatz ist. Aber zum Beispiel Irak war ganz grottenfalsch. Libyen war grottenfalsch. Alle säkulären Staaten im Nahen Osten sind jetzt kaputt. Alle. Irak, Libyen, Syrien. Da muss man auch mal drüber nachdenken, was da passiert ist. Saudi-Arabien wird immer mächtiger. Könnte auch formulieren. Aber jetzt muss ich zu Ihrem Leben zurückkehren. Und zwar wurden Sie ja dann oder waren dann Büroleiter der Welt in Brüssel. Und jetzt würde mich mal interessieren, Ihre Einstellung zur Stadt Brüssel. Sie müssen wissen, dass ich da inzwischen ein Büro habe in Brüssel. Ja. Ich sammle Büros. Ja, das kann ich sagen. Ich sammle Büros. Und mich interessiert, wie finden Sie Brüssel? Ist das für Sie eine spannende Stadt? Eine schöne Stadt? Eine durchschnittliche Stadt? Eine langweilige Stadt? Nein, es ist eine großartige Stadt. Wir haben da ungeheuer gern gelebt. Zweimal 2 Jahre. Dazwischen 2 Jahre in Berlin, wenn man dauernd hin und her zieht. Da kann man wunderbar leben. Das ist außerordentlich international. Es ist nur in Anführungsstrichen eine Million Leute, aber aus allen Herren Ländern. Also sowas Internationales auf so kleinem Raum, vergleichsweise kleinem Raum,
glaube ich, gibt es gar nicht. Und also, es war wunderbar, da zu leben, aber man muss halt, Brüssel ist auch, wenn ein Stadtteil abgerissen wird und dann stellen sie fest, dass sie für den Neuaufbau kein Geld haben. Das hat der Kulturgeschichte der Architektur den Begriff Brüsselisierung beigetragen, hinzugefügt. Also wie gesagt, sie legen einen Stadtteil komplett platt, wie im Norden des Bahnhofs, und dann fehlt ihnen das Geld, ihn wieder aufzubauen. Das ist Brüssel, es ist auch Brüssel, das ist Belgien. Und meine klassische Szene in Brüssel, die wird Ihnen wahrscheinlich auch schon passiert sein, es regnet, da regnet es viel. Sie gehen über das Trottoir, über den Bürgersteig und treten auf eine weiche Platte, von denen es ja ganz viele gibt, und dann läuft Ihnen das darunterliegende Wasser zack in den Schuh. Das ist Brüssel. Kennen Sie dort gute Gaststätten, wo es sich lohnt, essen zu gehen? Und können Sie mir eine kleine Liste schicken? Ich dachte, die würde man kriegen, wenn man quasi das erste Mal nach Brüssel kommt als Abgeordneter, um mal einem kleinen Klischee zu sprechen. Ja, natürlich. Ich bin ja noch nicht Abgeordneter. Ich habe da bloß ein Büro als Präsident der Europäischen Linken. Abgeordneter bin gehen ich im Bundestag. Gehen Sie Berlin als erste, kann ich in die Gaststätten sagen, aber in Brüssel habe ich gehen Sie als Erste in die Fritten. Es gibt sehr teure, sehr, sehr teure, aber auch ganz normale Gaststätten da. Wunderbar. Gehen Sie als Erstes am Place Jourdain, das ist nicht weit von Ihrem Büro, mutmaßlich nämlich im Parlamentsviertel, an die große Frittenbude. Mhm. Na gut, ich wollte Sie als nächstes fragen. Nicht wegen der Fritten, wegen der Soßen. Da gibt es ungefähr 50 verschiedene Soßen. Das klingt schon spannend. Ja, Soßen sind wichtig. Fisch esse ich auch gerne. Mir hat einer erzählt, es gibt ein sehr gutes Fischrestaurant und so. Mehr als ein. Sagen Sie, interessieren Sie sich in der Zeit auch so besonders wie ich für die Europäische Union? Oder ist das eher weiter weg von Ihren Ackern? Nein, das ist, wenn Sie einmal Brüssel-Korrespondent waren, ich war das jetzt gleich zweimal, dann lässt Sie das nicht mehr los. Denn, weil erstens, wenn es gut gelaufen ist, haben Sie ungefähr begriffen, wie das da funktioniert und warum bestimmte Dinge funktionieren und andere nicht funktionieren. Sie kennen sich in ein paar Abläufen aus und selbst wenn Sie sie nur halb verstanden haben, haben Sie immer noch viel, viel mehr verstanden als alle anderen. Das heißt, Sie können über Brüssel immer blendend mitreden, weil Sie ein paar Begriffe kennen, die kein anderer kennt. Und es ist das spannendste Projekt, was es gibt in Europa oder möglicherweise auch auf der Welt. Die Form von, wir werden kein Bundesstaat, wir sind aber auch keine reine Föderation mehr, sondern wir sind was Drittes, was es in der Form noch nicht gegeben hat, ist einzigartig, wie beschrieben, und darum außerordentlich spannend und ständig umstritten. Und als ich dahin kam, das erste Mal Mitte der 90er Jahre, war gerade so ein Generationswechsel der deutschen Korrespondenten da. Und wenn man da auch mal was Kritisches über die EU schrieb oder irgendwas, was schiefgelaufen ist, dann wurde man von älteren Kollegen beiseite genommen, das kannst du nicht machen, weil Europa ist doch wichtig. Und das hat sich jetzt wirklich geändert. Es gibt eine große europäische Innenpolitik. Wir reden über die Griechen und deren Rentenprobleme oder ich weiß nicht was. Wir reden plötzlich fiebern plötzlich in Deutschland mit, ob in Frankreich die Wahl so oder so ausgeht. Wir gucken selbst auf eine Wahl, die ehrlich gesagt sonst fast niemand interessiert hätten, wie in den Niederlanden. Also es gibt das, was immer eingeklagt wurde, eine europäische Öffentlichkeit gibt es eben inzwischen doch. Nicht über alle 500 Millionen Leute, gewiss nicht, aber... Also ich finde, wir haben eine europäische Jugend. Das zum Beispiel, ja. Natürlich. Das ist entscheidend. Die sind wirklich überall, die studieren dort, die arbeiten dort. Die lernen auch Fremdsprachen, zumeist ganz gut Englisch. Und wenn wir denen, die alten Nationalstaaten, mit Grenzbaum wieder gehen und passen, dann gibt es irgendeinen Konflikt und wieder Visum. Die würden ja denken, wir haben eine Meise. Ja, also das ist einfach gar nicht mehr machbar. Das stimmt. Wobei, da haben Sie recht, wahrscheinlich würden die denken, wir haben eine Meise. Andererseits denke ich, die britische Jugend hat eine Meise, wenn sie bei der Brexit-Abstimmung nicht hingeht. Ja. Also wenn sie sich also ihre eigene Zukunft wegstimmen lässt. Da haben Sie völlig recht. Ich habe mit vielen jungen Leuten in London gesprochen, die sagen alle, sie wollten den Brexit nicht. Und sage ich, war ja da zur Abstimmung, nein, die haben ja alle geschrieben, das gewinnt sowieso nicht. Sage ich, und dann ist die Mühe zu viel, einmal nach dem Frühstück da vorbeizugehen, für 5 Minuten Kreuzmann kann ich überhaupt nicht akzeptieren. Es stimmt übrigens nicht, dass alle geschrieben haben, das wäre eine sichere Sache und die würden schon drin bleiben. Aber das haben die alle gehofft. Ja. Ja. Und das ist aber ein Unterschied. Wenn man es hofft, schreibt man es ja, auch. Aber es haben genauso viel geschrieben, das geht in Sachen, es geht pro Brexit aus. Es war wirklich der Ball auf der Netzkante. Ja. Und die sind daheim geblieben, haben glaube ich zu 36% sind sie nur abstimmen gegangen, die unter 25-Jährigen. Dieses Mal bei der Wahl, jetzt gerade, bei der Parlamentswahl, sind sie zu 72% hingegangen. Und bums kann man sehen, was das für einen Unterschied macht, nicht in der Frage des Brexit, weil sie überwiegend jemanden gewählt haben, der leider auch für Brexit ist, das ist ihr Parteifreund, Herr Corbyn.
Also zumindest der Verein Linke, Freund. Er hat sich dagegen ausgesprochen, aber nicht ausreichend. Außerdem ist er Labour Party, eigentlich Sozialdemokrat. Aber lassen wir das mal alles weg. Wissen Sie, wo ich das spannend erlebt habe? Ist das noch Sozialdemokrat, was er da macht? Ne, das, nicht das, was er macht, aber er ist der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei. Die ist ja auch in der Internationale der Sozialdemokratie, nicht bei uns, die Labour Party. Nur wissen Sie, ich habe Österreich erlebt. Der erste Wahlgang, ich glaube, der Rechtspopulist hatte eigentlich ein bisschen gewonnen. Dann haben sie überall ein bisschen falsch gezählt, dann hat das Gericht gesagt, neu wählen. Und plötzlich war die Wahlbeteiligung höher, weil die Leute mitbekamen, der kann ja wirklich gewinnen, verstehen Sie? Und ein Wirt hat den sehr schön, Nauders, ne, der so im Wintersportgebiet sagte zu mir, Herr Giesi, muss ich mal was sagen, es gibt eine Gruppe, die ich hasse. Sag ich, wen denn? Die Grünen. Ich wollte gar nicht sagen. Dann sagt er, und wissen Sie, wie schwer mir das gefallen ist, mein Kreuz bei einem Grünen zu machen? Aber ich habe es gemacht, weil den anderen musste man einfach verhindern. Das nee, fand ich immer noch großen, ganz nett von Ihnen. Sie sehen, und dann sind wir gleich schon wieder bei Rot-Rot-Grün, Sie sehen, wie die in Österreich nach 20 Jahren, große Koalition, diese Parteien immer weiter erodiert sind. Und in dieser Präsidentenwahl sind sie einfach implodiert. Ja, und in Frankreich? Ja, genau. Und woher kommt das, wenn sich zwei Parteien, die großen Pole, Sozialdemokratie und Konservative, immer einander ähnlicher werden, gar sich in so einer ewigen großen Koalition zusammenbinden, dann machen sie die Ränder stark, ist doch klar. Und wenn sie weiter den Quark mit der NATO-Auflösung sich wünschen, dann werden Sie niemals eine linke Mehrheit im Bundestag hinkriegen. Ja, nicht, dass ich der größte Fan einer linken Mehrheit im Bundestag wäre, aber es ist auch wie ein Desaster. Davon machen die Leute ihre Entscheidung gar nicht abhängig, stimmt nicht. Und dass die NATO das Topmodell ist, weiß ich auch nicht. Das Verhältnis zu Russland ist abenteuerlich. Frieden und Sicherheit in Europa kriegen wir niemals ohne, geschweige denn gegen Russland. Wir haben da andere Interessen als die USA. Das ist so schwer zu begreifen gewesen. Aber ich will jetzt wirklich nicht mit Ihnen über Russland streiten und schon gar nicht über unseren Parteitag. Das dachte ich mir. Dann müssen Sie da auch hinfahren. Sie hätten mich nächste Woche einladen sollen, hätte ich alles wieder vergessen. Jetzt habe ich es noch. Der Parteitag. Der Parteitag hat dagegen gestimmt, russische und chinesische Menschenrechtsverletzungen zu kritisieren. Da gab es eine Mehrheit auf dem Parteitag, die sagten, nee, das wollen wir nicht kritisieren, das ist schon okay so. Glaube ich nicht, schaue ich mir an. Nein, weil ich kann Ihnen das jetzt nicht widerlegen. Sie behaupten, Sie haben vorhin zum Beispiel behauptet, Austritt aus der NATO sei beschlossen worden. Da war ich nur da und weiß genau, dass es abgelehnt worden ist. Jetzt bin ich etwas misstrauisch. Also gut, aber abgesehen davon darf ich ja jetzt heute Sie befragen und nicht Sie mich. Ich, ja. Heute bin ich der Journalist und das setze ich jetzt auch durch. Ich wollte wissen, ob Sie die EU für so gefährdet halten wie ich und gleichzeitig so wie ich meinen, dass sie unbedingt gerettet werden muss. Oder halten Sie sie gar nicht für gefährdet? Also sie muss unbedingt gerettet werden, ob nun in der Form, wie sie derzeit existiert oder in einer reformierten Form. Ich glaube, da muss einiges geschehen. Das denke ich auch. Ich glaube aber nicht, dass sie tödlich gefährdet ist. Sie wäre, vielleicht war sie einen Moment lang, doch zumindest den Moment lang, den man lang befürchten musste, dass Frau Le Pen in Frankreich... Dann wäre die EU tot. Ja. Also da gibt es einen schönen Satz aus dem Kanzleramt. Vor der ersten Runde, wenn das passiert, können wir zusperren und den Schlüssel wegwerfen. Ja. Das glaube ich, dann wäre es wirklich ganz schwierig geworden. Die EU hätte witzigerweise weiter existiert, aber als Torso und nichts anderes hätte man sagen können. Ich glaube, die EU nimmt sich zu oft Dinge vor, oder entweder selber als Brüsseler Institution, oder aber es wird ihr zugeschoben von den Nationalstaaten, von denen man weiß, dass sie sie nicht lösen können. Und mein Lieblingsbeispiel dabei ist die Jugendarbeitslosigkeit, zum Beispiel in Frankreich, 25%. Knapp hinter Rumänien. Also Rumänien hat eine geringere Jugendarbeitslosigkeit als Frankreich nach EU-Zahlen. Und das stimmt jetzt mal wirklich. Und dann heißt es immer, okay, dann machen wir ein Brüsseler Programm europaweit gegen Jugendarbeitslosigkeit. Das nutzt aber nichts. Und das wissen Sie auch, Sie haben es schon 5-mal aufgelegt und es ist 5-mal in die Grütze gefahren und es sind immer noch 25%. Da müssen Sie schon was im Land selber machen. Und indem Sie das aber immerzu auf die EU projizieren, die EU muss uns vor Jugendarbeitslosigkeit retten, die Jugend verliert den Glauben an Europa, wenn das jetzt nicht passiert, überfordern Sie die EU und machen Sie angreifbarer, als sie ohnehin schon ist, weil das wird die EU nicht lösen können. Das kann nur der Nationalstaat, in diesem Fall Frankreich, lösen. Da ich aber mit Ihnen nicht streiten will, sage ich jetzt nicht, dass in Bezug auf den Süden
von der Troika meines Erachtens eine grottenfalsche Politik gemacht worden ist. Trotzdem stimme ich Ihnen zu, dass in den Ländern auch sehr viel mehr passieren muss, gerade auch in Frankreich. Sagen Sie mal, 2001 wurden Sie stellvertretender Chefredakteur der Welt. Stellvertretender Chefredakteur. Wir sind jetzt schon 15 Jahre an der Gegenwart dran. Erklären Sie uns mal, was hat ein stellvertretender Chefredakteur zu tun? Hat er ein eigenes Ressort oder? Er hat ein eigenes Büro, das ist schon das Wichtigste. Der stellvertretende Chefredakteur bei der Welt damals, und sowas ändert sich auch immer wieder in der Zuweisung von Funktionen und Abläufen, der hat damals sogenannt Blatt gemacht. Das heißt, sie sitzen dann an einem großen Tisch, damals war das so, mit Vertretern aus allen Ressorts und versuchen, das Blatt zusammenzubauen und zu komponieren und zu überlegen, was kommt auf die Seite 1, wie groß und wohin. Machen wir auf der Seite 3 jenes oder machen wir lieber das anderes? Ist der Aufmacher im Auslandsteil X oder Y? Und das versuchen sie so zusammenzubauen, dass es nachher einen Guss ergibt, möglichst am besten durchs ganze Blatt. Das ist die Aufgabe des Stellvertreters. Und dann wurden Sie 2002 Leiter des Ressorts Innenpolitik und des Parlamentsbüros. Da habe ich gleich mehrere Fragen dazu. Sind Sie in der Innenpolitik eher ein Anhänger so von Law and Order, also für sozusagen, dass die Sicherheit gewährleistet wird, oder eher für hohe Bürgerrechte, wenn ich so an Baum und Hirsch denke? Oder stehen Sie so dazwischen oder finden Sie das gut, was Baum und Hirsch machen oder nicht? Ich finde, ich glaube, die Diskussion entlang der Linie Baum und Hirsch können Sie heute nicht mehr führen, dazu hat sich zu viel verändert. Prinzipiell ist natürlich klar, gibt es einen Grundwiderspruch zwischen, ja, das ist immer so, kann es einen Widerspruch geben zwischen Bürgerrechten, / Freiheit und Sicherheit, / durch Überwachung, durch Durchleuchtung meinetwegen auch von Vorgängen oder von Teilen von Privatsphäre. Also das steht in einem Widerspruch. Das Problem ist, wenn Sie nur auf das eine setzen, weil Sie sich nur für das eine interessieren, machen Sie das andere automatisch kaputt. Also zu viel Sicherheit macht die Freiheit kaputt, aber zu wenig Sicherheit macht die Freiheit halt auch kaputt. Also was ist Ihre Freiheit dann noch wert, wenn Sie sich nicht mehr sicher fühlen oder fühlen können? Also insofern, glaube ich, ist das ein komplizierteres Phänomen, als nur zu sagen, wir haben hier so einen Wasserhahn und an dem drehen wir die Temperatur ein. Also Sie müssen das kunstvoller mischen, glaube ich. Und klar gibt es einen Druck nach jedem Anschlag oder nach jedem größeren Ereignis, in Deutschland auch nochmal darüber nachzudenken, ob das richtig funktioniert. Wenn Sie gesehen haben, was alles schiefläuft oder schiefgelaufen ist bei dem Anschlag hier auf dem Breitscheidplatz, zwischen den Behörden, die nicht miteinander kommunizieren konnten oder durften, weil das halt Teil des Föderalismus in Deutschland ist, dass bestimmte Gesetze, die sogar schon vorlagen, also auch Möglichkeiten von Strafzumessung, nicht genutzt wurden, dann frage ich mich, warum nicht? Was läuft in dem Justizteil der ganzen Sicherheitsarchitektur, wenn Sie so wollen, falsch, dass jemand dreimal hätte weggefischt werden können? In den Knast, gar nicht mal in den Abschiebeknast, einfach ganz normal in den Knast wegen Drogendealerei, wegen 14 Identitäten und Sozialbetrug hätte gesteckt werden können und es ist nicht passiert. Darüber ein bisschen schärfer nachzudenken, also wenn das Law and Order ist, dann bin ich Law and Order, ja. Wissen Sie, was ich spannend fand, das ist viele, viele Jahre her, da war ich noch tief in der DDR und da gab es mal so eine Entführung. Da fuhr das Auto mit der Entführten durch 3 Bundesländer und jedes Mal wechselte die Zuständigkeit der Polizei. Und dann hat man gesagt, dass es nicht so geht. Gladbeck ist jetzt, es war gerade, sehen wir es, 30 Jahre her? Mal 87? Ja, 30 Jahre her. Also das fand ich damals auch einen spannenden Vorgang. Ja, und zugegriffen, aber wenn Sie Chef des Parlamentsbüros wurde waren. Zugegriffen, weil ein LKA, ich glaube das ist Nordrhein-Westfalen, das schon so lange verfolgt hat, dass die wirklich im Stoff standen und das Gefühl hatten, die können auch lesen, was da jetzt passiert und können prognostizieren, wie die sich verhalten würden, wenn man überholt und sie abdrängt. Und das haben sie dann durchgezogen, weil sie sich der Landesgrenze näherten. Und dann haben sie das an einer Stelle durchgezogen, wo sie es möglicherweise besser nicht gemacht hätten, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da war, klar, Föderalismus ein Punkt. Und natürlich müssen sie auch über nochmal über die Abmessung von Privatsphäre gegen Sicherheitsinteresse nachdenken. Das sollte mit kühlem Kopf geschehen, das wäre mir das Liebste und das Wichtigste. Aber ich glaube nicht, dass Sie das als Anschlag auf die Freiheit jedes Mal aufs Neue verteufeln können.
Sie waren doch Chef des Parlamentsbüros. Wieso haben Sie mich nie in meinem Büro besucht? Das ist doch nicht in Ordnung, oder doch? Ich habe auf diesen Moment hier gewartet, Herr Gysin. Ja. 15 lange Jahre, die Ihnen jetzt noch vorgetragen werden, habe ich... Wir hatten einen Beauftragten für die Linkspartei, dessen Name jetzt gleich entfallen ist, aber ich habe mich vorwiegend ums Kanzleramt gekümmert. Und da Sie nicht ins Kanzleramt wollen, jetzt sind wir wieder bei Rot-Rot-Grün. Aber was sagen Sie denn heute? Ja, was sagen Sie denn heute zur Verbeamtung des Bundestages? Ist die Entwicklung, wenn man so mal an Zeiten denkt, von Adenauer, Erhard, Wehner, Strauß, Kiesinger, also so ganz andere Typen. Wenn ich heute mir so in den Bundestag blicke, finde ich ihn irgendwie verbeamtet. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Im übertragenen Sinn. Ja. Ich habe immer Probleme mit Sätzen, die sich auf den Refrain reimen, früher war alles besser. Ja, das nun ganz bestimmt nicht, aber es waren andere Persönlichkeiten. Ja, aber wenn Sie Guido Westerwelle am Pult gesehen haben, dessen Meinung Sie nicht teilen müssen, oder wenn Sie sich selbst auch am Pult sehen, dann sind das schon rhetorisch echt gute Auftritte. Und ich weiß nicht genau, also so viel, wir teilen jetzt nicht so viel politische Inhalte, aber die Werbemitte, die das vorgetragen ist, mit der man da diskutiert, die finde ich jetzt nicht viel schlechter, als wenn Herr Wehner mit Herrn, ich weiß nicht, wenn Herrn Barzel diskutiert hat oder mit großem Urgestein wie Lambsdorff aus der FDP. Also das waren die jetzt so viel kantiger als heute? Ich weiß es ja nicht genau. Ich glaube immer, dass nach Umbruchssituationen andere Persönlichkeiten kommen, als wenn man dann so eine normale Evolutionsentwicklung hat. Das kann sein. Die hatten natürlich eine ganz andere Lebensleistung oder beziehungsweise auch Biografie mit allen Brüchen und allen Dramen hinter sich, die einer durchschnittlichen Politikerbiografie von heute nicht mehr entspricht. Richtig. Aber das finde ich jetzt nicht das Allerschlimmste, denn teilprägender Teil dieser Biografien war natürlich der Zweite Weltkrieg und den würden wir jetzt nicht so gerne wiederholen. Ich bin nicht sicher, dass das durchschnittliche Personal schlechter ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Bereitschaft, parteiübergreifend zu denken und auch zu agieren, heute viel größer ist. Nehmen Sie den Journalismus, schönes Beispiel. Ich habe das nicht erlebt, weil ich in Bonn nicht Parlamentsberichterstattung gemacht habe, sondern wirklich erst in Berlin angefangen habe damit. Aber Kollegen, die das schon länger machen, Günter Banners zum Beispiel, der das, glaube ich, seit 40 Jahren macht, der sagt, das erzählt, dass in Bonn es wirklich noch Parteibuchjournalismus gab. Da kamen sie in bestimmte Hintergrundkreise nur rein, wenn sie ein Parteibuch, und zwar egal ob CDU oder SPD, hatten oder mindestens ganz klar konnotiert waren, das ist ein SPD-Kollege. Der schreibt immer SPD und der ist nicht für die SPD zuständig, aber der denkt so, wie die SPD denkt oder wie die CDU denkt. Und das ist in Berlin weg. Also hier gibt es diese Art parteipolitisch monochromen Kreise nicht mehr. Das halte ich für einen ganz großen Fortschritt. Ich hatte mal einen Gast, Günter Jauch, und der erzählte mir, dass er Stellvertreter von heute werden sollte, und zwar, weil da ein Konservativer hin musste. Und weil er beim Bayerischen Rundfunk war, sagten sie, da muss er ein Konservativer sein, dann nehmen wir den. Und dann riefen sie nochmal bei der Staatskanzlei an und fragten, ob das ein Konservativer ist. Und da haben sie gesagt, nee. Und dann haben sie gesagt, ist es ein Linker? Nee, was denn? Nichts. Also überhaupt nicht einzuordnen. Und dann wurde er es nicht. Da wird man auch fremd. Also das kenne ich aber nur aus Erzählungen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht selber belegen. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk spielt das noch eine Rolle. Da wird dann geguckt, dass eben der Hauptstadtbüroleiter X und der Stellvertreter ist Y oder umgekehrt. Und wenn Sie gar keinen... Also wenn Sie sich nicht selber zugeordnet haben, was, glaube ich, die wenigsten Kollegen inzwischen tun, dann werden Sie zugeordnet. Das heißt, dann sagt irgendwie, oh, das passt jetzt saugut in Proporz, den nennen wir jetzt mal rot. Und dann sind Sie möglicherweise aber für den Rest Ihrer Karriere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als rot gebucht, weil Sie da einmal aus irgendwelchen Proporzgründen reingeklebt wurden. Ich weiß nicht, ob das so den Realitäten entspricht. Also wie gesagt, ich habe das ganz starke Gefühl, dass es diesen Parteibuchjournalismus nicht mehr gibt. 2006 wurden Sie einer der Leiter des Hauptstadtbüros der Bild. Warum der Wechsel von Welt zu Bild? Und da interessiert mich auch wirklich der Unterschied. Also für eine Boulevardzeitung zu schreiben, ist ja eine ganz andere Aufgabe, als für die Welt zu schreiben. Also auch vom Sprachstil her, von allem her. Aber erstmal warum und fiel Ihnen das schwer, diese Änderung oder nicht? Das hat sich so ergeben, muss man sagen. Irgendwie war ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, am Ende 8 oder 9 Jahre bei der Welt gewesen. Und irgendwann müssen Sie einmal
was anderes machen. Und da war bei der Welt jetzt nicht so rasend viel in der Tüte. Ich wollte aber gerne diese Form von Parlamentsjournalismus weitermachen und Politikjournalismus weitermachen. Und dann gab es halt eine Vakanz bei der Bild. Und so unterschiedlich ist es dann eben doch nicht. Es geht halt darum, politische Nachrichten hier im Sprengel, in der Blase, wie es so schön heißt, als erste zu haben, als erste zu verstehen, als erste zu erkennen und sie dann möglichst klar aufzuschreiben. Und ja, manchmal hat der Boulevard in bestimmten Bereichen der Berichterstattung auch eine andere Sprache, vor allen Dingen soll er aber eine klare Sprache haben. Das finde ich, habe ich mir zumindest immer Mühe gegeben, sollte aber auch für FAZ, Welt, Süddeutsche und andere Broadsheet-Blätter, überregionale Tageszeitungen ebenso gelten. Also ich finde den Unterschied zwischen einer klaren Sprache, klare Sätze, verständliche Sätze, nicht mit 17 Nebensätzen, im Boulevard ist typisch Boulevard, finde ich einen falsch aufgebauten Gegensatz zu dem, wie es in den anderen Blättern sein sollte. Da sollte die Sprache nämlich auch klar sein und auch nicht mit 17 Nebensätzen. Das können Sie mancher, um dem Klischee zu entsprechen, mancher Feuilletonist meint, das machen zu müssen, aber ich halte das für einen Fehler. Wenn unser Geschäft, unsere Geschäftsgrundlage Verständlichmachung ist, dann sollte man sie nicht erschweren durch unklare Sprache. Sie halten jetzt auch nicht im Bierzelt eine künstlich einfache Rede, um im Bundestag dann künstlich kompliziert zu sprechen. Nein, ich teile das. Ich meine, die russische Sprache werden wir nicht vereinfachen, weil wenn Sie alle Gesetze verstehen, brauchen Sie keinen Rechtsanwalt. Das können wir nicht zulassen. Aber ansonsten, in der Politik finde ich die Sprache völlig falsch. Ich versuche dort immer zu übersetzen. Weil die Lidl-Kassiererin, falls sie mal zuhört, wenn sie es nicht versteht, unterschätzen Sie die Lidl-Kassiererin? Wenn ich von der Veräußerungserlösgewinnsteuer spreche, verstehen Sie es aus. Es ist meine Pflicht, das zu übersetzen. Das sehe ich dafür genauso. Kriegen Sie Ihr Geld und wir kriegen dafür unser Geld auch. Ja, absolut. Sagen Sie, haben Sie mal an einer Überschriftenkonferenz der Bild teilgenommen? Ich nehme mich ja. Wissen Sie, was ich festgestellt habe? Wie ich bin da seit ein paar Jahren. Sie lachen. Ich nehme da auch an diesen Überschriften. Ja, wissen Sie, ich wusste ja gar nicht, wie schwer das ist. Also, das war ja auch witzig. Der Chefredakteur saß da, dann mit allen Redakteuren, war alles Männer damals. War so 91 oder 90. Ah, okay, so lange. Okay. Also, so lange. Ja, gut. Und, im Kern ist es immer dieselbe Aufgabe. Und dann, das werde ich nicht vergessen, dann wurde ich mitgenommen zu der kleinen Überschriftenkonferenz. Das war eine kleine Gruppe. Und ich weigerte mich, mit darüber nachzudenken. Da gab es einen Redakteur, der sagte, ja, ich habe hier so einen spannenden Fall. Da hat ein Tapezierer die Frau ermordet, bei der er tapeziert hat, weil die es so oft von ihm wollte am Tag, das hat er nicht mehr durchgehalten. Da sagte der Chefredakteur, das ist belegt, hat er erzählt, sagte der. Mehr hat man ja nicht. Und dann weigerte ich mich intellektuell darüber nachzudenken, welche Überschrift man dafür wählt. Aber dann saß ich da und fing auch an, darüber nachzudenken und habe festgestellt, das ist so grottenschwer, in 2-3 Worten das hinzubekommen. Machen Ihnen Überschriftenkonferenzen Spaß? Na klar. Also ich bin gleich jetzt auch nicht zu jedem Thema, weil einem nicht zu jedem Thema was einfällt. Aber das ist mitunter kabarettreif. Ja, das glaube ich. Sie können es ganz gut, dass da keine Kamera und kein Ton mitläuft. Weil halt auch beim Versuch, was Kluges zu machen, kommt nicht immer gleich was Kluges raus. Es ist schon die Kunst, das ist halt eine Kaufzeitung, die natürlich ganz stark immer noch, nicht nur, aber immer noch ganz stark von dem Impuls abhängt, der auf der Seite 1 ausgelöst wird. Durch die großen Buchstaben. Und darum sind die auch so groß, also unter anderem sind die deshalb so groß, damit Sie sie im Vorbeigehen aus 10 Meter Entfernung noch lesen können. Versuchen Sie mal, die Überschrift auf der FAZ aus 10 Meter Entfernung zu lesen. Das wird Ihnen nicht glücken. Außer Sie haben einen Feldstecher dabei. Aber das ist also die Idee. Und dann, qua der Größe der einzelnen Buchstaben, wird es dann mit der Menge der einzelnen, mit der Anzahl der einzelnen Buchstaben eben etwas weniger. Und das dann da reinzupressen, da können Sie, da gibt es Leute, die haben das im Blut und die können das. Besser, also die können auch ganz viele andere Dinge noch, aber die können das besser als ganz viele andere. Und am Ende sind sie verblüfft, wie passgenau das sein kann. Manchmal geht es auch über das Ziel hinaus oder neben das Ziel, gar keine Frage, da gibt es auch Fehler. Aber das ist schon Handwerk und hohe Kunst des Handwerks. Sie wurden bei der Bild stellvertretender Chefredakteur und Leiter des Wirtschaftsressorts. Was schreibt die Bild über Wirtschaft? Wann haben Sie das letzte Mal die Bild-Zeitung gelesen, Herr Giese?
nicht so häufig, das räume ich ein. Aber wissen Sie, dass ich in meiner komischen PDS-Gruppe durchgesetzt hatte, dass wir die jeden Tag hatten? Die weigerten sich erst. Und dann hatten wir sie jeden Tag und ich bekam sie nicht mehr. Ja, exakt, ja. Ja. Weil die alle lasen, bloß das ich ist bekam sie nicht. Das ist eine schöne... Ich habe damals immer gesagt, ich will wissen, was Millionen Leute lesen. Aber... Das ist eine schöne kleine Lehre in Marktwirtschaft. Hm. Künstliche Knappheit erhöht den Preis. Ja, also wie gesagt, kaufen Sie mehr. Was machen wir über die Wirtschaft? Wir machen ganz viel über die Wirtschaft, weil wir versuchen, den Leuten zu erklären, jetzt mal im Ernst, was es für sie bedeutet, wenn in den USA die Banken umfallen. Ihnen zu erklären, das ist schon ein bisschen her, warum Opel fast pleite geht, weil in den USA die Autoindustrie pleite, also kaputt ist. Wir versuchen Ihnen zu erklären, was es für sie bedeutet, wenn wir Nullzins haben, aber ein bisschen Inflation, dass Sie ja, spart es bitte jetzt nicht mehr unter das Kopfkissen und auch nicht mehr auf die Bank, aufs Girokonto legen sollen, sondern irgendwas damit anfangen müssen. Und das, glaube ich, kann man den Leuten hoffentlich zumindest erklären. Bei dem Schritt in Richtung, legt euer Geld anders an als aufs Sparbuch, sind wir noch nicht so weit gekommen, ausweislich der Statistiken. Aber natürlich ist Wirtschaft nicht nur für alle, die arbeiten. Ob nun gut gestellt oder nicht so gut gestellt. Das A und O. Und das zu erklären, macht großen Spaß, das so lange zu kondensieren, bis das wirklich Wichtige noch da steht. Und der Rest, der bei der FAZ und der Süddeutschen die Zeile 70 bis 150 füllt, nicht mehr drin steht, das macht ungeheuren Spaß, ganz ehrlich. Das so zu verdichten und den Leuten zu versuchen nahezubringen, dass das sie angehen muss. Und dass es eben inzwischen sie auch angehen muss, seit geraumer Zeit, was in Frankreich mit der Jugendarbeitslosigkeit geschieht, in Griechenland mit den Renten oder in den USA mit der Frage, ob Herr Trump jetzt einen Importzoll erlässt oder eben nicht. Da hätte man vor 10 Jahren noch gesagt, ist uns doch egal, muss uns doch gar nicht angehen. Aber das geht die Leute hier an. Und den Transmissionsriemen, den müssen in Wahrheit alle Zeitungen machen, aber eine Zeitung, die mehrere Millionen Menschen pro Tag erreicht, aber auf jeden Fall. Sie haben sich von Herrn Blome, aber vor allen Dingen von mir eine Pause verdient. Die kriegen Sie jetzt auch. Ich will Ihnen nur sagen, kurz bevor er zum Spiegel ging, hat er ein Merkel-Buch veröffentlicht. Und ich werde ihn als erstes nach der Pause fragen, warum er entschieden hat, dass ich das vorstellen soll. Das erfahren Sie aber erst nach der Pause. 15 Minuten zur Erholung. Danke. Also, Herr Blome, wir müssen etwas straffer werden. Aber jetzt mal meine Frage. Warum sollte ich Ihr Merkel-Buch vorstellen? Oder sind Sie gar nicht auf die Idee gekommen? Doch. Bitte? Ich dachte, es gab erste Fragen aus dem Publikum. Warum? Naja, selbstverständlich, um es irgendwie von der anderen Seite beleuchten zu lassen. Martin Schulz hat sich dazu auch mal geäußert, zu dem Buch. Und so einen Blick auf diese Frau zu nehmen, die jetzt nicht aus der eigenen Partei stammt, nicht ein anderer Journalist ist, das fand ich halt spannend. Also, im Übrigen haben ganz viele gewesen und ehemalige SPD-Vorsitzende Bücher vorgestellt. Ich habe 2, 3 gemacht und eines hat Sigmar Gabriel vorgestellt, das andere Franz Müntefering, ich weiß gar nicht, ich habe eine lange Reihe von SPD-Chefs da und Sie offenkundig, weiß auch nicht woher. Ja. Da fehlte ein Linker, das stimmt. Ein echter Linker. Was finden Sie denn an Angela Merkel angenehm? Hat das was mit Ihrem Humor, mit Ihrem Lächeln zu tun? Mit der Tatsache, dass sie materiell nicht interessiert ist, dass sie für eine Kanzlerin erstaunlich bescheiden ist? Auch. Ich weiß jetzt nicht, wie das Publikum das sieht, aber in der Tat hat sie einen sehr angenehmen Humor. Auch eine gewisse große Fähigkeit zur Selbstironie, die, glaube ich, jetzt in der großen Öffentlichkeit im Bundestag jetzt nicht so die Rolle spielt, aber die Sie, wenn Sie auf Reisen mitgehen als Journalist, durchaus ab und zu aufblitzen sehen und mitbekommen. Das ist interessant und es ist halt, was ich daran faszinierend finde, völlig unabhängig von der Frage, welche Politik sie gerade macht, und da bin ich mal sehr einer Meinung, mal überhaupt nicht einer Meinung mit der Bundeskanzlerin. Das Spannende ist, dass die im 12. Jahr ihrer Amtszeit, im ich weiß nicht wievielten Jahr ihrer politischen Karriere, immer noch total neugierig ist auf jedes Detail eines neuen Problems. Und sagen wir mal so, Ulla Schmidt, glaube ich, hat damals in der ersten großen Koalition eine Gesundheitsreform mit der Bundeskanzlerin, mit Angela Merkel, aushandeln müssen und dachte beim Reingehen, niemand weiß so viel wie ich, Ulla Schmidt, von diesen Details, und das Gesundheitssystem in Deutschland ist echt ein kompliziertes, viel zu kompliziert, aber da muss man wirklich ein bisschen Bescheid wissen. Und musste nach 3-mal reden mit der Bundeskanzlerin feststellen, die weiß mindestens genauso viel wie ich. Und ich glaube, Angela Merkel kam in dem Augenblick von null und hat sich da aber so reingefuchst, und das geht über alle möglichen Probleme von Euro bis Minsk. Da könnte sie wahrscheinlich jeden Grenzpfosten in diesem Verlauf
der sich da ergeben hat durch die russische Intervention, durch die Aggression der Russen, wahrscheinlich nachnennen und benennen. Das ist schon irre. Das zu verfolgen, ist als politischer Journalist außerordentlich spannend und stellt, wenn Sie so wollen, das Faszinosum dar, weshalb man selbst im 12. Jahr nicht das Gefühl hat, man ist schon müde. Ich weiß nicht, wie es bei der Wahl sein wird, aber ich glaube nicht, dass das zentrale Argument von Martin Schulz wird sein können, so wie bei Helmut Kohl es gegenüber Gerhard Schröder dann war, 98, war jetzt gut, Helmut, vielen Dank, aber jetzt ist echt mal genug. Soweit sind die Leute, glaube ich, noch nicht. Es wird also ganz schwierig sein, mit einer Amtsmüdigkeit der Kanzlerin zu argumentieren. Was meinen Sie, wenn Sie ihr in dem Buch ein distanziert, nüchternes Verhältnis zu den Deutschen zubinden? Angela Merkel hat ein sehr nüchternes, um nicht zu sagen ernüchtertes Verhältnis, oder Blick besser gesagt, auf die Deutschen. Also da fallen dann Sätze, die stehen aber zum Glück alle in diesem Buch auch, von dem noch ein bisschen was da ist, wollte ich sagen. Da fallen so Sätze wie die Deutschen interessieren sich eh nicht für Politik. Die Leute wollen, dass das Problem gelöst wird. Die Leute wollen gar nicht wissen, wie es gelöst wird. Sie wollen nur das Problem von der Hacke haben. Und das, mal unabhängig von der Frage, ob das stimmt im Befund, zeigt, welche Rolle sie sich selber zumisst und welche Rolle sie dem Publikum zumisst. Mhm. Und das heißt, das geht jetzt nicht so weit, wie, dass sie alle Deutschen für doof hält, das glaube ich wirklich nicht, aber für an der Politik im Prinzip nur an Lösungen und nicht an Prozedere und auch nicht an Charisma und Ähnlichem interessiert. Das zahlt natürlich auf ihre eigene Selbstwahrnehmung ein. Ich löse euch die Probleme und dafür wählt er mich und dann ist gut. Das war der ganze Vertrag. Weshalb halten Sie sie selbst für zum Teil politisch desinteressiert? Welchen Teilen, ja? Nein, das glaube ich nicht. Also ich finde es bedenklich, zwei Wahlkämpfe noch dazu erfolgreich, drei Wahlkämpfe noch dazu erfolgreich geführt zu haben, die daran bestanden, Themen stillzulegen. Mhm. Das hat geklappt, das hat zum Erfolg geführt, insofern hat es seine Berechtigung. So viel, wie man sagen, Handwerk gehört dazu. Das ist dann eben das Spiel gewesen. Aber es macht, ich glaube, es ist gefährlich fürs Große und Ganze. Ich finde es überraschend, dass auch in dieser Runde die SPD ein Rentenkonzept aufstellt, das ich für nicht so clever halte, aber sei es drum. Aber die CDU sagt, wir stellen gar keins auf. Wir gehen gar nicht mit einem Rentenkonzept in den Bundestagswahlkampf. Ihr Rentenkonzept der Linkspartei, und das ist auch beschlossen worden, auf 53% wieder hochzugehen, kostet schlappe 90 Milliarden. Irgendeiner im Saal wird sich schon finden, das zu zahlen, pro Jahr übrigens. Auch bei Banken haben wir nie Schwierigkeiten, Geld für sie zu finden. Nur bei der Rente haben wir Schwierigkeiten, Geld zu finden. Aber wir müssen uns jetzt nicht streiten. Ja, es heißt immer witzigerweise, die Banken seien gerettet worden. Ich hatte immer das Gefühl, wenn die Banken umfallen, sind die Einlagen der Sparer weg. Und in Wahrheit hat man die Einlagen der Sparer gerettet. Also wer im Saal hätte gerne seine Bank beim Umkippen zugeschaut? Beziehungsweise ist es jetzt böse, dass sie gerettet wurde. Da würde ich noch mal ein zweites Mal... Nee, aber einen Satz muss ich Ihnen dazu sagen. Man darf die Sparguthaben retten, aber wieso muss ich die Aktienwerte der Aktionäre retten, wenn sie eine andere Aktie kaufen und die hat keinen Wert mehr, ist sie weg. Bei den Banken haben die fast nichts verloren. Das fand ich daran unsauber. Wenn wir uns nur auf die Sparguthaben konzentriert hätten, das wäre was anderes gewesen. Dann wäre es aber ähnlich teuer geworden. Aber man konnte sie nicht kaputt gehen lassen, weil sie zu groß waren. Das ist mir schon klar. Bloß trotzdem, unabhängig davon, das verstehe ich, was Sie sagen. Also die können einfach politische Themen auslassen. Aber hat Frau Merkel, Ihrer Meinung nach die CDU verändert? Und wenn ja, in welche Richtung? Oh ja, das hat sie eindeutig. Ich glaube, zum Guten. Aber das hat sie eindeutig, wenn Sie die Programmatik, das machen ab und zu die Zeitungen immer mal wieder, gerade zu runden Geburtstagen ihrer Amtsübernahme 2001, da bei der CDU wohlgemerkt, wenn Sie die Programmatik der CDU damals gegen die Programmatik heute halten, der CDU, da steht fast kein Stein mehr auf dem anderen. Also, Wehrpflicht ist weg. Das Familienbild hat sich wirklich verändert, das sich da in der Programmatik widerspiegelt, niederschlägt. Die Haltung zur Sozialpolitik, zu Kitas, zu ich weiß nicht was, hat sich wirklich deutlich verändert. Ist deutlich mittiger geworden. Sie können auch sagen, hat sich von da, wo es war, nach links eben in die Mitte verschoben. Ob das gleich eine Sozialdemokratisierung bedeutet, der Begriff richtig ist, weiß ich nicht genau. Aber da hat sich wirklich was verändert. Witzigerweise immer mit der Idee, wir müssen wählbar bleiben oder wählbar werden für urbanes Publikum. Das hat nie geklappt, witzigerweise. Es wird immer noch in Vechta gewählt, das so schwarz ist, wie man in einem Wahlkreis in Deutschland nur sein kann, abgesehen von Bayern.
Da wird immer noch die CDU gewählt, obwohl die mittlerweile etwas ganz anderes als CDU bekommen. Und das bildet, wie ich finde, glaube ich, ganz schön ab, was sich in der Gesellschaft insgesamt getan hat. Sagen Sie uns doch mal etwas zu dem Verhältnis von Frau Merkel zum Handy, zu Blumen, zu Kartoffeln und zum Fußball. Das steht bei Ihnen alles im Buch drin, das dürfen Sie nicht vergessen. Aber, ja. Aber wenn ich jetzt alles aus dem Buch erzähle, gibt es keinen Grund mehr, die restliche Auflage aufzufangen. Nee, doch, gerade dann werden die Leute neugierig. Blumen weiß ich gar nicht genau, das steht da auch drin. Ja. Ich glaube, sie hat sich irgendwann mal in Singapur eine Blume zeigen lassen, die, glaube ich, nach ihr sogar benannt war, oder eine schenken lassen, die so ähnlich klang wie sie. Und das fand sie sehr faszinierend. Kartoffeln, ich glaube, sie kocht gerne irgendwelche Kartoffelsuppen. Es gibt auch, wenn sie ab und zu, einmal im Jahr ist das vielleicht, da werden Büroleiter großer Zeitungen, größerer Zeitungen und der Fernsehanstalten da zu so einem Hintergrundgespräch eingeladen. Das ist dann meistens mittags und dann gibt es eine Suppe. Also da gibt es auch nicht opulent, wenn das in Frankreich passiert, ist was ganz anderes. Da gibt es kein opulentes Essen, da gibt es eine Suppe, oftmals eben auch eine Kartoffelsuppe. So, jetzt haben wir Blumen und Kartoffeln. Handy und Fußball. Handy, ich glaube, mittlerweile hat sie ein abhörsicheres Handy, aber das war nicht immer der Fall, wie wir wissen. Und sie simst sehr viel, das ist wirklich ein Instrument, aber das ist alles bekannt, glaube ich. Sie simst sehr viel über, als Kommunikationsweg. Und wenn sie, wie Sigmar Gabriel das mal vor Jahren, glaube ich, in der ersten großen Koalition gemacht hat, da war er aber schon Parteichef. Wenn Sie aus der Kommunikation was rauslassen, dann ist immer klar, wer es war. Und dann sind Sie, glaube ich, auf der Liste der Vertrauenswürdigen für 2 Jahre lang weggebucht. Ja, das verstehe ich auch. Das darf nicht passieren. Habe ich ihm übrigens auch gesagt. Und er hat dazu gesagt, ich habe es nur 6 Leuten geschickt. Das heißt, sind 6 zu viel. Ja. Ja, das macht man eben nicht. Also das sollte man besser nicht machen. Die Sanktion ist ziemlich scharf. Und darum ist dieser Kreis um Angela Merkel herum außerordentlich verschwiegen. Der ist klein, aber außerordentlich verschwiegen. Den kriegen Sie fast nicht geklärt. Und Fußball? Ich glaube, die ist ein echter Fan. Ich glaube, ob sie viel davon versteht, weiß ich nicht. Sie hat eine seltsame Neigung zu Herrn Schweinsteiger gefasst. Ich glaube, die hat wirklich bedauert, dass er weggegangen ist. Aber so ein Helden-Epos wie in diesem WM-Finale, das können Sie gar nicht aufschreiben. Das hätte Ihnen keiner geglaubt vorher. Dass er sich am Wegesrand, hätte ich beinahe gesagt, am Feldesrand sich tackern lässt und dann zappeln dann die Beine. Das sah man noch im Fernsehen, wie die Beine zappelten, als die ein Schnitt unter dem Auge getackert wurde und dann wackelt er wieder aufs Feld und wird gleich wieder umgemäht. Das war schon großer deutscher Heldensport. Was meinen Sie mit Ihrer Taktik sammeln, zaudern, entscheiden? Angela Merkel sammelt eben ganz viel Details auf, lässt sich beraten oder erklären, liest ganz viel und hat am Ende alles auf der Festplatte, oftmals zumindest. Vielleicht ertrinkt sie manchmal auch in Details. Und dann wartet sie ganz lange ab, bis jemand anderes zieht, seinen Zug macht und dann nochmal gucken und hin und her. Also das späte Festlegen, finde ich, muss man an manchen Punkten beklagen. An anderen Punkten, also ich beklage das zum Beispiel in der Griechenland-Krise, da hat sie sich viel zu spät festgelegt darauf, was sie wollte und hätte viel früher, wie ich finde, sagen müssen, wir versuchen jetzt mal die Euro ohne Griechenland zu retten. Und bei anderen Punkten führt das Zögern aber dazu, dass ganz viele Fehlentscheidungen vermieden werden und am Ende bleibt nur eine übrig, die einzig gangbare. Und das reimt sich dann auf den Begriff, der auch ein bisschen diffamiert oder dann doch sehr kritisch gesehen wurde, alternativlos. Das ist aber das Vorgehensweise, glaube ich, mancher Politiker. Bei Angela Merkel kann man es am deutlichsten sehen, weil sie einfach Regierungschefin ist, das Aussortieren von in ihrer Meinung nach nicht tauglichen Lösungen. Und so hat sie am Ende eben sehr spät die Lösung, wir werfen die Griechen raus oder wir lassen sie rausgehen unter sanftem Zwang aus dem Euro aussortiert und dann blieb nur noch die eine Lösung, wir halten sie um jeden Preis drin. Das wird halt ziemlich teuer werden. Sagen Sie mal, aber was mich, ich sehe das natürlich mit Griechenland ein bisschen anders, aber was mich interessiert, ja, ist folgendes. Sie die Griechen rausgesetzt? Doch auch nicht. Sie hat, wissen Sie, bei uns gibt es auch welche, die Tsipras das vorgeschlagen haben. Wenn du aber der Ministerpräsident und die Verantwortung hast und du die Folgen gar nicht abschätzen kannst, gibt es sich so leicht Ratschläge. Und wenn man die Verantwortung dafür trägt, sieht das Leben zum Teil ganz anders aus. Aber das stimmt, was Sie sagen, so ist sie. Und dann gibt es die Ausnahmemomente, wo sie nach dem Wochenende wiederkommt und was entscheidet, wie den Ausstieg aus der Atomenergie oder so. Das gibt es ja auch. Was? Ja, aber ich glaube, also ich bin überrascht. Also ich sag mal so, wahrscheinlich bin ich der einzige Fan von Atomkraft im Saal, aber nicht? Noch einer? Da war eine. Sie kriegen das Buch nachher umsonst.
ist auch wurscht, das meine ich gar nicht. Ich meine gar nicht den Inhalt. Aber das war quasi Wahlkampfansage, also Wahlkampfversprechen, ja, eingelöst und dann kam Fukushima. Und ich glaube, Angela Merkel hat er unterschätzt, was für einen Widerstand es gegen die Verlängerung geben würde. Und hat dann gesagt, so nach diesen Bildern, und ich erinnere noch das Spiegelcover, was wirklich genial war, nur das Bild dieses explodierenden Reaktors in der ganz weiten Ferne. Und drunter stand das Ende des Atomzeitalters, 21. Juni, ich weiß es auch mal genau wann, 2000, wann war es, 10? Nee, ich weiß gar nicht mehr genau, 12. Ich habe keine Daten mehr. Also es war das Datum und dann das Ende des Atomzeitalters und das war es auch. Das war in dem Sinne leider, wie ich finde, aber in dem Augenblick politisch natürlich ein totes Pferd. Und die Leute, die Angela Merkel damals gezwungen haben, oder das heißt sehr gedrängt haben, auszusteigen, diesen Beschluss sehr schnell zu fassen, erstmal 8 Kernkraftwerke stillzulegen, von denen alle wussten, die werden nie wieder ans Netz gehen, und das Rest, die restlichen dann eben in der Laufzeit doch nochmal wieder zu verkürzen. Das sind jene Leute, die das heute nicht mehr wissen wollen. Das war Herr Söder, damals Umweltminister in Bayern, das war Herr Mappus, damals baden-württembergischer Ministerpräsident, im Wahlkampf stehend, der sagte, bitte, bitte schalt irgendwas ab, sonst werden wir hier die Wahl platt gemacht und ganz massiv verlieren. So kam es dann auch, obwohl abgeschaltet wurde. Die wollen das heute alle nicht mehr wahrhaben und sagen, es war ein großer Fehler. Ich finde, dass wir am Ende des Tages landen müssen bei regenerativen Energien, das ist richtig. Und das, glaube ich, dagegen gibt es keine zwei Meinungen. Aber dass wir auf dem Weg eine Übersteuerung in der Subventionierung haben, einen Preis aufgerufen haben, der viel teurer ist, der die kleinen Leute übrigens, Ihre Wähler, Herr Gysi, auch Ihre Wähler, echt kneift, weil man das nicht vermeiden kann, wie andere Dinge, die man steuerlich vermeiden kann. Aber das können Sie, den Strompreis können Sie nicht vermeiden. Und dass wir tagsüber Strom produzieren, ihn nach Österreich verschenken wegen der Überförderung. Wenn wir jetzt das Gespräch über die Energiepolitik aufnehmen, die Leute müssen ja auch mal nach Hause gehen dürfen. Es ging mir so um Ihre Entscheidungsfindung. Aber ich habe schon verstanden, Ihre Überlegungen. Sie meinen, der Weg war falsch und zu schnell, langfristig ja. Sagen Sie aber trotzdem, was mich noch interessiert. Ich bemängle bei ihr, aber Sie können das ganz anders sehen, dass ihr eine Vision für Deutschland und für die EU fehlt. Ich weiß nicht, was Ihre Orientierung ist. Ich glaube, für die EU stimmt es nicht. Ich glaube, die ganze Matrix der Europapolitik der Bundeskanzlerin passt in so ein Gitterkreuz. Da wurde mal abgetragen, zu Beginn der Griechenland-Euro-Krise wurde abgetragen, wo kommen eigentlich die Probleme her, die in diese Misere geführt haben? Laut Einschätzung der Bundeskanzlerin. Antwort, überwiegend aus den Nationalstaaten. Wo kann denkbar, theoretisch, Lösungen herkommen? Also auf welche Phänomene kann man von wo aus wirklich Einfluss nehmen? Antwort wieder, hauptsächlich in den Nationalstaaten. Also ein nationalstaatliches Problem, das auch nur in den Nationalstaaten gelöst werden kann. Die Griechenland-Krise, die Arbeitslosigkeit in verschiedenen Ländern, etc. etc. Und wenn Sie das Raster nehmen, und also hier Probleme und Lösungen in einem Eck zusammenfallen, dann erkennen Sie plötzlich, warum die Europapolitik gemacht wird, die gemacht wird. Die heißt, das Heil kommt in diesem Fall, die seligmachenden Lösungen kommen nicht aus Brüssel, weder von der Kommission noch vom Rat, also von den Mitgliedstaaten. Das kann es nur flankieren, aber das Eigentliche findet eben in den Nationalstaaten statt. Das sieht aus wie ein Rollback des europäischen Gedankens in Richtung Nationalstaat, ist es aber nicht. Wie schätzen Sie, Sie sind dann ja zum Spiegel gewechselt. Sie waren stellvertretender Chefredakteur. Aber nicht wegen der Europapolitik der Bundeskanzlerin. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Um den Chef Übergang zu machen. Des Hauptstadtbüros. Das war doch eine völlig veränderte Situation. Also ein ganz anderer Schreibstil, eine ganz andere Form von Recherche, eine andere Herangehensweise an Artikel, an Leserinnen und Leser, nehme ich zumindest an. Fiel Ihnen die Umstellung schwer? Reizte Sie das Ungeheuer, das andere, das Neue daran? Ja klar. Also es gibt in Wahrheit zwei ganz große Marken im deutschen Medienzirkus und das ist Bild und das ist Spiegel. Und ich wünsche dem Spiegel, bei allem Gerumpel, das ich da erlebt habe, wünsche dem Spiegel wirklich nur das Beste, inklusive, dass sein neues Produkt funktioniert, etc. etc. Und wünsche bestimmten Kollegen, ganz vielen Kollegen dort auch nur das Beste und den anderen, was ich denen wünsche, sage ich nicht. Aber das ist total reizvoll, wenn Sie von Bild zu Spiegel oder umgekehrt wechseln wollen, weil es die beiden großen Trompeten im Konzert sind. Noch.
Aber sagen Sie mir mal eins, wie sind Sie denn aufgenommen worden? Also Franziska Augstein hat Sie sehr beschimpft, Jakob Augstein hat Sie verteidigt. Wie war das Franziska bei der Belegschaft? Franziska Augstein hat ihren eigenen Laden beschimpft, ohne es zu merken. Dazu gehört auch eine Menge. Die sagte, jetzt kommt der Herr Blome wie ein Fuchs in den Hühnerstall. Der Hühnerstall war dann der Spiegel. Mithin die Hühner waren die Spiegel-Mitarbeiter. Ja, kein besonders geschickter Vergleich. Ja. Kein besonders geschickter Vergleich. Kann man so sagen. Gibt's, ja. Also, haben Sie sich dort wohlgefühlt oder eher nicht wohlgefühlt? Ich habe mich da wohlgefühlt. Insbesondere habe ich mich wohlgefühlt hier am Berliner Standort, an dem ich hauptsächlich gearbeitet habe, weil hier das Parlamentsbüro, die Wirtschaft, Teile der Wirtschaft und Teile auch anderer Ressorts sitzen. Und das hat großen Spaß gemacht, weil bei allem hin und her, Chefredakteur, Aufstand, Unterschriftenliste, ich weiß nicht was, es immer klar war, aber einem gewissen Zeitpunkt in der Woche wird das beiseite gelegt und dann machen wir ein Heft. So gut wie es geht, wahrscheinlich nicht ganz so gut, wie es hätte sein können, wenn man sich die ganze Woche drum gekümmert hätte, aber immerhin, da musste man nie Angst haben, dass dann Leute sagen, nee, weil du jetzt irgendwie in dieser Auseinandersetzung zum Beispiel um die Fusion und die Zusammenarbeit zwischen Print und Online auf der einen Seite des Grabens stehst, und das war ein Graben, arbeiten wir dir nicht mehr zusammen, nehmen keine Anweisungen mehr entgegen und schreiben nicht mehr für dich. Das war nie der Fall. Das war dieses Maß an Professionalität, hat der Spiegel immer in den Tag gelegt. Er hat in Summe, und das ist alles, was ich dazu sagen möchte, ehrlich gesagt, hat er ein paar Jahre inzwischen verschenkt auf dem Weg, oder damals ein paar Jahre verschenkt auf dem Weg in eine Zukunft, die nur digital sein kann. Sagen Sie mal, diese Belegschaftsmitbestimmung, die es dort gibt, hat die was Reizvolles oder ist sie überwiegend anstrengend? Wie haben Sie die erlebt? Mein Eindruck war, für die Kollegen, die Teilhaber sind, Mitglied der KG sind, ist das außerordentlich reizvoll. Der kleine Haken ist, es sind nicht alle da Mitglied. Die sind alle was? Es sind nicht alle Mitglied in dieser KG. Mhm. Das schafft eine, aber das steht zum Glück auch in allen Medienseiten, das schafft eine Zweiklassengesellschaft im Spiegel, die, naja, dann muss man halt leben lernen. Warum haben Sie sich entschieden, dann wieder den Spiegel zu verlassen? Weil meine Zeit da vorbei war. Also, glaubten Sie, dass der Vertrag nicht verlängert wird, oder hatten Sie auch keine Lust mehr? Also über Vertragsdetails möchte ich jetzt nicht so gerne sprechen, ehrlich gesagt. Also ich habe da viel Spaß gehabt, ich hätte auch bleiben können und sollen, wie mir ganz viele gesagt haben, aber irgendwann wollte ich nicht mehr. Und dann sind Sie zurück zur Bild als stellvertretender Chefredakteur für Politik und Wirtschaft. Das hatten wir schon erörtert. Kann man sagen, die Bild ist doch Ihre eigentliche Heimat, oder wollten Sie das nicht so stehen lassen wollen? Die Bild, noch einmal, ist eine der, also ist die größte, wenn Sie so Reichweiten messen, die größte Medienmarke in Deutschland. Für die zu arbeiten, ist immer eine Ehre und immer eine, wie soll man sagen, eine ganz große Herausforderung. Und in einem Medienwandel, der natürlich Kaufzeitungen wie die Bild-Zeitung, also die überwiegend sich am Kiosk verkaufen, an den Verkaufsstellen und nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Anteil Abos haben, ist es erst recht eine Herausforderung, weil diese Zeitungen noch ganz anders, wenn man sagen, auf den Medienwandel reagieren müssen und arbeiten müssen. Das ist Bild, Springer Verlag insgesamt, aber eben auch Bild, exemplarisch gut geglückt bislang, aber noch nicht gut genug. Das muss noch besser werden. Ich habe mal einen wesentlich älteren als Sie getroffen, der sagt, dass die Auseinandersetzung zwischen den 68ern und der Bild alle Seiten geprägt haben, auch die Mitarbeiter von Bild geprägt haben. Bild ist ja heute anders als damals. Ja, klar. Darf man ja, ja nicht vergessen. Fand ich auch spannend. Regelmäßig treten Sie in Talkshows im Fernsehen auf. Ich kenne das gar nicht. Zum Beispiel bei Frau Illner und Frau Maischberger und Herrn Plasberg. Finden Sie diese Talkshows eher oberflächlich oder spannend oder beides? Ich glaube, ich gehöre zu der Minderheit, die das gut finden. Nicht alles und nicht jede Minute. Und manchmal geht es mittlerweile auch so gleichzeitig durcheinander. Der, der übrigens am besten in der Talkshow reden kann, weil er nie atmet, ist Bodo Ramelow. Also normale Menschen, ja, kennen Sie das nicht? Normale Menschen, da hören Sie zu und dann merken Sie, jetzt geht er langsam mit der Stimme runter, dann können Sie ihn unterbrechen, wenn Sie das unbedingt wollen, vielleicht warten Sie noch ab, bis er fertig ist. Aber da geht die Stimme runter und dann können Sie da rein und gehen selber mit Ihrer erhobenen Stimme dann, um zu übernehmen. Der senkt die Stimme nie, der redet einfach immer weiter. Der kann einfach reden. Das ist der könnte auch 45. Ja. Also habe ich noch nie erlebt. Ich finde es interessant, weil es
es hat was von Show und es hat auch was von Zirkus. Aber in so einer Verdichtung, oder wenn es eine gute war, wird in einer ganz engen Verdichtung, starken Verdichtung, werden Argumente ausgetauscht, vielleicht teilt sich sogar, konturiert sich ein Lager gegen das andere und viel mehr Lager gibt es dann vielleicht auch gar nicht. Und das, finde ich, hilft dem Publikum schon auf die Sprünge und, oder hilft ihm weiter. Und wenn da 5 Millionen Leute zuschauen, dann kann es so schlecht nicht gewesen sein. Und ich glaube auch nicht, dass die alle über ihrer Fernbedienung eingeschlafen sind. Oder jemand im Altenheim vergessen hat, abzudrehen. Nein, ich bin, wissen Sie, es ist so, ich bin ja älter als Sie und da brauche ich eine andere Sicht auf den Tag. Und wenn ich weiß, dass ich abends noch in so eine Talkshow muss, bin ich belastet. Das stört mich daran. Übrigens erzähle ich Ihnen folgende kurze Geschichte. Ich war bei Jauch und Jauch entschuldigte sich bei seinem Publikum und sagte, ja, entschuldigen Sie, Sie haben ganz andere Gäste gelesen, wir mussten alle auswechseln, weil wir das Thema vollständig verändert haben. Wir wollten erst über das sprechen, dann über das. Und dann sagte einer, wieso, der Gysi stand doch auch schon vorher da. Er sagte, bei Gysi spielt doch das Thema keine Rolle. Was ich immerhin ganz witzig fand. Wenn Sie sich den Ruf erarbeitet haben, ja, sind Sie schon mal einen Schritt voran. Also, warum hat Bild Karl Theodor zu Gutenberg so sehr verteidigt, aber Bundespräsident Wulff so schwer angegriffen? Wonach entscheidet sich sowas? Läuft jetzt eine Kamera mit? Nee, ne? Nein, nein. Wir würfeln das aus, Herr Gysi, ist doch klar. Wir würfeln das morgens aus. Nein, das war Ironie. Nein. Achtung, ja, das war nicht ernst gemeint. Das ist mir klar. Ja. Nein, wir nach hoffentlich angemessenen und klugen, gewählten und dann in Ruhe vorgetragenen Argumenten. Ich fand persönlich, oder andersrum, relativ schnell war klar, und da gab es dann auch keine Debatte mehr drüber, Karl Theodor zu Gutenberg hatte mit seiner Doktorarbeit geschummelt, betrogen, suchen sich das Verb aus. Aber auf alle Fälle etwas gemacht, was man definitiv nicht machen sollte, und darum hat er seinen Doktor vollständig zu Recht verloren. Und es hat viel zu lange gedauert, bis er weg war. Aber, also viel zu lange, bis der Doktor weg war. Ich fand aber den Satz von der Bundeskanzlerin nicht so schlecht. Ein bisschen flapsig für ihr Verhältnis, wie ich fand damals. Sie hätte doch keinen Doktor eingestellt oder Doktoranden, sondern sie hätte einen Verteidigungsminister eingestellt. Und als solcher fand ich dessen Bilanz also auf gar keinen Fall negativ, eher positiv. Ich fand es zum Beispiel richtig, das, was in Afghanistan die Bundeswehr macht, Krieg zu nennen, weil es das ist. Und jetzt können Sie sagen, wir wollen keinen Krieg in Afghanistan führen. Das Wort aber hat Ihnen, wenn man so will, in den offiziellen Anführungsstrichen Regierungssprachgebrauch erst dieser Mann eingeführt, weil es auch anders nicht mehr zu bezeichnen war. Und die, was hieß es vorher, bewaffneter Einsatz zum Zwecke einer Friedensherbeiführung oder so ein Mist? Nein, ist doch wahr. Da wurde drumherum geredet in einer Form, die dieser Mann dann zumindest mal sehr geerdet hat. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass die Bundeswehr, dass die CDU und die CSU vor allem sich relativ stressfrei nach Intervention und mehrfacher, wie soll man sagen, Diskussion mit diesem einen Mann, Gutenberg, von der Wehrpflicht trennt. Was längst hätte passieren müssen, denn Wehrpflicht hat auch was mit Wehrgerechtigkeit zu tun. Und wenn am Ende eines Tages oder eines Jahres von 10 eigentlich zur Wehrpflicht heranstehenden nur noch einer geht, weil die anderen sich irgendwie alle sonst wohin bewegen, und damit meine ich den Sanitätsdienst, den Zivildienst meine ich damit gar nicht. Also wenn nur noch ganz kleine Teile gezogen werden, dann ist das nicht mehr gerecht, dann müssen Sie das abschaffen, dann müssen Sie sich was anderes einfallen lassen. Und Sie können sich ja nicht für 3 Wochen einziehen, die Jungs. Und insofern hat jetzt, wie ich finde, an 2 entscheidenden Stellen auf seinem Terrain die Debatte entscheidend vorangebracht. Ob er sein Ministerium gut im Griff hatte, war ein bisschen kurz nachher zu beurteilen. Hinterher hieß es, nee, überhaupt nicht. Naja gut, seine Nachfolger kann ich nicht erkennen, dass sie es besser im Griff haben. Und zwar von allen Parteifarben. Also, war das jetzt ein schlechter Minister? Nein, es war kein schlechter Minister, es war ein guter Minister. Und schade, dass er weg ist, weil der mit der Bockwurstbude genauso gut kommunizieren könnte wie der mit der Champagnertheke. Und das ist eine Größe, oder nicht eine Größe, das ist eine Eigenschaft, die ist verdammt selten. Und Wulff? Und Wulff hatte sein Parlament belogen, dafür fliegen sie raus. Naja, wenn ich einen Doktortitel trage, den ich nicht richtig erworben habe. Aber ich erzähle Ihnen folgende Geschichte. Ich war doch bei der Heute-Show, ne, bei Welke, und dann war ich bei dem Orden wieder den tierischen Ernst. Und in beiden Fällen habe ich etwas gesagt, was in beiden Fällen rausgeschnitten wurde. Wirklich. Und die einen hatten ja bloß 1 Stunde zum Schneiden, die anderen hatten ja 2 Tage. Und zwar habe ich immer gesagt, ist Ihnen eigentlich mal aufgefallen, dass alle gefälschten Dissertationen bisher aus dem Westen kommen, noch keine aus dem Osten? Das schneiden die einfach raus. Dabei stimmt es. Kann ja Bild mal bringen.
aber ich finde es witzig. Ich habe denen jetzt gesagt, das nächste Mal sage ich es in der Tagesschau live. Wenn Sie Augstein wären, hätte ich jetzt zurückgefragt, gab es da Dissertation? Aber das mache ich jetzt ausdrücklich nicht. Das wäre auch korrekt. Nein. Das wäre als Gegenüber, jetzt komme ich nämlich zu Augstein. Sie machen dieses Format Augstein und Blome. Was mich interessiert, erstens, wie schätzen Sie Augstein ein und was halten Sie von ihm? Ich habe ihn das übrigens auch schon gefragt. Sage ich Ihnen aber nicht, was er gesagt hat? Doch, hat er mir aber gesagt. Ja, sage ich Ihnen. Und dann interessiert mich, als erstes, wie schätzen Sie Augstein ein, wie kommen Sie hin? Ist das eigentlich eine gute Paarung, sagen Sie? Ich hoffe das, also ich glaube das und ich hoffe, dass das Publikum das ähnlich sieht. Also, Dankeschön, nicht nur hier, weil es, anders als man meinen könnte oder als mancher meint und das Klischee vielleicht naheliegt, ist dem Kollegen Augstein durchaus Ernstes um seine Position, der mit mancher Kapriole, manchem Aufgesetzten gern geschenkt. Aber im Kern ist es dem ernst darum. Und das ist unabhängig davon, wie viel Geld man selber besitzt. Die Zeiten sind zum Glück vorbei, dass sie linke Politik nur dann glaubhaft vortragen können, wenn sie irgendwie dreckige Fingernägel haben oder irgendwie eine abgerissene Joppe tragen. Die Zeiten sind echt vorbei und das ist gut so. Und darum glaube ich schon, dass er das ernst meint, im Kern, dass er sich wirklich fragt, wie Sie, ob meinetwegen militärische Interventionen eigentlich wirklich irgendetwas gebracht haben, sodass man noch einer ins Auge fassen sollte. Das sehe ich anders. Aber da hat er eine ganz klare Position. Und die auszutauschen, beziehungsweise ganz viele aktuelle Dinge durch so ein ganz klares Raster von eher left of center bis links oder liberal bis meinetwegen sogar konservativ zu gießen, schärft, glaube ich, die Debatte. Und das ist zumindest der Sinn dessen, was wir da machen wollen. Schärft die Debatte und führt jene Unterscheidbarkeit her. Und wir hatten das vorhin schon einmal erwähnt. Jene Unterscheidbarkeit her, die es braucht, damit dieses politische System am Leben bleibt und nicht in so einem Gemengesumpf, Gemeinschaftssumpf für Österreich versinkt. Sind die Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer auf Sie beide immer höchst unterschiedlich? Also wenn Sie beschimpft werden, werden er gelobt oder wenn er beschimpft werden, werden Sie gelobt oder so? Oder kann man ich kenne witzigerweise nur Leute, die mich fragen, wie ich es mit dem jetzt seit 5 Jahren aushalte da in einem Studio. Ja. Das Interessante ist, dass er nur Leute kennt, die ihn fragen, wie er es mit mir 5 Jahre aushält. Also das scheint offensichtlich, scheinen sich die Fans jetzt schon so ein bisschen zugeordnet zu haben. Aber es scheint eine Fangemeinde zu haben, das freut uns. Über ein Buch von Ihnen haben wir ja schon gesprochen. Die nächsten müssen wir jetzt kürzer machen, aus Zeitgründen. Sie haben dann geschrieben, Der kleine Wählerhasser. Und dort haben Sie beschrieben, weshalb Politikerinnen und Politiker weder ihre Wählerinnen und Wähler noch die Wählerinnen und Wähler der anderen mögen. Ist das Ihre Einschätzung? Ich glaube, dass ganz viele Politiker nicht aus Verachtung vor den Menschen so denken, aber sagen wir mal so, dass es ein bisschen eben so ist, dass es so aus dem Wald herausschallt, wie sie reinrufen. Und wie es Ihnen geht, das könnten Sie wahrscheinlich noch viel besser beantworten, wenn Sie unablässig hören, was für einer verrotteten, faulen, korrupten, machtbesessenen Kaste namens Politik angehören, und das also ständig beschallt wird in Umfragen und Ähnlichem aus dem Wählerpublikum, für die Sie glauben, das Beste mindestens zu wollen, wenn nicht sogar zu tun, dann schlägt das irgendwann bei Ihnen oder bei vielen Politikern, und das kann ich schon, also das glaube ich ist so, zumindest nach allen Gesprächen, die ich dazu hatte, dann schlägt das bei vielen Politikern irgendwann um in, na gut, dann finden wir euch eben jetzt auch ein bisschen blöd. Also die Politikverdrossenheit, Politikerverdrossenheit bei den Leuten korrespondiert mit einer Bürgerverdrossenheit bei den Politikern, ist mein ganz starker Eindruck. Und das Interessante oder Paradoxe ist, dass ganz viele, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht im Publikum, aber ganz viele Menschen, wenn sie in Umfragen sich äußern, finden sie jetzt Politiker gut oder schlecht, dann werden das knapp oberhalb von Gebrauchtwagenhändler einrangiert, die Politiker. Knapp unterhalb von Journalisten, aber knapp oberhalb von Gebrauchtwagenhändlern. Die beliebtesten sind die Bundesverfassungsrichter, da kommt keiner rein. Ja, und Ärzte, muss ja auch nicht. Aber ganz weit unten. Und dann wird weiter gefragt, kennen Sie einen Politiker? Dann heißt es ja. Und wie ist der? Oh, der ist okay, den kenne ich ja. Und den Widerspruch, glaube ich, mit dem umzugehen, ist als Politiker außerordentlich schwer. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie manchmal das Gefühl haben, mein Gott, ich versuche hier etwas Kompliziertes ordentlich hinzukriegen und die Leute draußen wollen es gar nicht verstehen. Sie kümmern sich nicht, sie gucken noch nicht mal Tagesschau, sie lesen keine Zeitung mehr. Ja, bei mir hat sich das sehr verändert. Zunächst kannte ich nur Leute, die mich
also fast liebten und Leute, die mich richtig hassten. Da habe ich mal gesagt, 90, 91 möchte mal die Leute nur langweilen. Das wäre mir mal wichtig, weil ich nur extreme Reaktionen kann. Inzwischen hat sich das sehr verändert. Ich habe mir schon einen gewissen Respekt erarbeitet und ich glaube, egal ob Sie das teilen, was ich sage, Sie mögen an mir, dass ich es immer so sage, dass Sie es verstehen. Ich kann Ihnen eine Geschichte aus dem Bundestag erzählen. Naja, ganz kurz. Es ging um die Veräußerungserlösgewinnsteuer. Und die mussten Kapitalgesellschaften in voller Höhe bezahlen, Inhaberunternehmen nur zur Hälfte. Und unter SPD und Grünen wurde das geändert. Die Kapitalgesellschaften wurden befreit und Inhaberunternehmen hatten die Steuer voll zu zahlen. So, wenn ich so quatsche im Bundestag, ja, wer soll denn da folgen? Also gehe ich nach vorne und beginne selbstironisch und sage, also noch mal langsam, damit das einer wie ich auch versteht. Sag ich, also bei Kohl war es so, wenn die Deutsche Bank einen Kaufpreis bekam, musste sie darauf eine volle Steuer bezahlen. Und wenn der Bäckermeister einen Kaufpreis bekam, musste er darauf eine halbe Steuer bezahlen. Und heute erleben wir eine sozial-ökologische Reform und die besteht darin, dass die Deutsche Bank nichts mehr zu bezahlen braucht und der Bäckermeister doppelte bezahlen muss. Das ist eine Übersetzung. Versteht jeder. Und wissen Sie, was dann passierte? Und wissen Sie, was dann, jetzt, nein, wir müssen noch den letzten Satz hören. Wissen Sie, was dann passierte? Als meine Rede zu Ende war, rannten 20 SPD-Abgeordnete nach vorne zum damaligen Fraktionsvorsitzenden Struck und fragten, ob das stimmt. Ob es das ist, was ich meine schon getan habe. Ja, so war's. Schönes Lied. Und, aber zurück. Glauben Sie, dass es eine gegenseitige Frustration gibt zwischen Politikerinnen und Politikern und Bürgerinnen also das, und Bürgern? Ich glaube, also das mit der Bürgerverdrossenheit, mit der Politikerverdrossenheit, das war das Wort des Jahres, glaube ich, 1992. So lange gibt es das mindestens schon. Bis zum gewissen Maß ist das jetzt auch nicht, wie soll man sagen, demokratiegefährdend, aber in dem Maß, in dem es jetzt auch richtige Spitzen treibt, Volksverräter, Lügenpresse, und da geht dann ja, geht ja die Medien quasi in einen Sack, mit den Politikern, zumindest für diese Leute, finde ich, wird es bedrohlich. Und ich kann mir nicht vorstellen, und zumindest ausweislich der damaligen Recherche, bin, war ich mir ganz sicher, dass das, was mit den Politikern macht, dass sie das verhärtet, dass es ihnen eher schwerer macht, auf die Leute zuzugehen. Und natürlich, wer sich um die Fragen dieser komischen Besteuerung zum Beispiel kümmert und das Gefühl hat, das ist wichtig, und merkt, ich kriege es kaum transportiert, weil ich vielleicht es nicht ganz so in einfache Worte kleiden kann wie die Bild-Zeitung oder Gregor Gysi, der wird mit diesem Frust Schwierigkeiten haben, umzugehen. Und das finde ich, also wenn es den Graben gibt, dann wird er nicht nur von einer Seite quasi größer gemacht, sondern eher von beiden Seiten. Und das halte ich für eine gefährliche Geschichte. Ich habe übrigens vor kurzem mit führenden Politikern verschiedener Parteien gesprochen und habe ihnen gesagt, sie müssen analysieren, was Trump bedeutet. Ja. Wenn der Trump unter anderem gewählt worden ist, weil er nicht aus dem politischen Establishment kommt, haben wir in 2 Jahren eine ähnliche Situation. Und darauf nicht zu reagieren, ist ein großer Fehler. Wie man reagieren muss, da kann man drüber diskutieren, unterschiedliche Auffassungen sein. Auf jeden Fall nicht mit einer großen Koalition. Ja. Ganz bestimmt nicht. Und wissen Sie, das, was ich gelernt habe im US-Wahlkampf, den Begriff kannte ich vorher nicht, vielleicht kannte den jemand anders, das sind die Flyover States. Das sind die Staaten, die vielen, vielen, vielen US-Bundesstaaten, die zwischen den beiden Küsten liegen. Und die Leute, die von der einen Küste, dass sie für eine zivilisierte Gegend halten, auf die andere Küste fliegen, und zwar von links nach rechts oder von rechts nach links, ganz egal, wo es auch zivilisiert zugeht in ihren Augen, die überfliegen die Flyover States. Und das ist das Land, wo man nicht landet, weil da wohnen die komischen Halbaffen. Ja, so wird es aber gesehen. Und die Arroganz hat sich im Wahlkampf von Hillary Clinton nicht zuletzt niedergeschlagen oder wiedergespiegelt, die in 2 Bundesstaaten nie gefahren ist, weil sie glaubte, die hätte sie im Sack, weil da immer schon demokratische Partei gewählt worden ist. Ganz egal, welchen Besenstiel die aufgestellt haben. Und das war Wisconsin und Pennsylvania. Und die beide hatte sie verloren und dann hatte sie das Weiße Haus verloren an Donald Trump. Mhm. Weil die Flyovers jetzt gesagt haben, dieses Mal langt es. Wir lassen uns die Arroganz der Küsten nicht mehr bieten. Stimmt es, dass Sie an diesem Buch 10 Jahre geschrieben haben? Und wenn ja, warum so lange? An welchem? An dem, über das wir gerade geredet haben. Die, wie hieß es? Der kleine Wählerhasser. Ah ja, ich muss mir nicht jede Überschrift merken. Der kleine Wähler. Also. Wie? Haben Sie daran 10 Jahre geschrieben? Glaube ich nicht. Nee, Herr Bartsch, nee, habe ich nicht gemacht. nein, 10 Jahre nicht, nein, 2 Jahre. 2 Jahre. Aber können Sie uns eine Anekdote aus einer der Bürgersprechstunden erzählen, die Sie in dem Buch beschrieben und geschildert haben?
Naja, das ist, es ist, also ich habe, glaube ich, viel darüber, ich habe viel versucht zu recherchieren, wie Leute, quasi wie Politiker untereinander über ihre Wähler reden. Und das ist gar nicht richtig bös gemeint, sondern eben eher so ernüchtert, ein bisschen resigniert und so weiter. Und habe dann mal dabei gestanden, wie zwei, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren SPD-Politiker, aber das hat jetzt gar nichts damit zu tun, es könnten genauso gut zwei CDU-Politiker gewesen sein, erzählten, wie sie eine, kurz vor Weihnachten mal wieder so eine Delegation hatten von sozusagen Menschen aus ihren Wahlkreisen, werden sie sicherlich auch machen, die werden dann durch den Bundestag geführt und sowas, also eine Wahlkreisreise quasi von Wahlkreiswählern. Und das Einzige, was dahinterher dann irgendwie noch zur Sprache kam, war nicht, worum ging jetzt diese Bundestagsdebatte, was machen Sie eigentlich in Sachen Afghanistan oder mit der Abgeltungssteuer, sondern, ah Mensch, wir wären so gerne mal, können Sie uns mal Karten für die Philharmonie besorgen? Und dann sagte ich, okay, machen wir auch noch, aber das ist natürlich nicht das Kerngeschäft des Politikers. Und dann so quasi das Echo auf diese Anspruchshaltung, ob nun nett oder unnett vorgetragen, das war wirklich sehr resigniert und sagte, die interessiert es gar nicht, was wir hier machen. Mhm. Und das, wieder noch einmal, das macht, glaube ich, was mit den Politikern und das macht die Politik nicht besser. Das ist wahr. Sie haben ein weiteres Buch geschrieben, Links- oder Rechts? Mit Augstein. Da geht es zum Beispiel um Amtszeitbegrenzung, auch für die Bundeskanzlerin, um den Umgang mit Flüchtlingen. Dann haben Sie geschrieben, faul, korrupt und machtbesessen. Schreiben Sie eigentlich jedes Jahr ein Buch? Nein. Nein. Ich schreibe alle 2-3 Jahre, bislang zumindest. Und das erste, faul, korrupt und machtbesessen, ist eben die Frage, ob die Vorurteile, die, das ist jetzt schon ein echt altes Buch, den Verlag gibt es schon gar nicht mehr, bedauerlicherweise, ob die Vorurteile gegenüber Politikern eben stimmen. Und sie stimmen natürlich nicht, wie ich finde. Also ich schätze den Umgang mit Politikern, halte sie für überwiegend ehrlich, überwiegend bemüht, überwiegend manchmal auf dem falschen Pfad, inhaltlich. Denen muss man doch helfen. Die brauchen ein Abo der Bild-Zeitung, ja, aber... gibt gar kein Abo bei der Bild-Zeitung. Natürlich gibt es das. Erklären, seit wann haben Sie denn das eingeführt? Oh, das ist schon ganz lange so. Wir haben Abos, Sie können... Morgen früher war sie ja wirklich nur zu kaufen. Nein, wir machen auch Abos. Wenige, aber also. Sie wissen das übrigens, dass ich der Erste mit der größten Gegendarstellung zu meinem Gehirn in der Bild-Zeitung war. Ich kenne die Gegendarstellung, aber es war trotzdem Ihr Gehirn. Ja, da war ja vorne mein Gehirn abgebildet. Das war gar nicht mein Gehirn. Mein sieht ganz anders aus. Aber jetzt fügt es sich, dass ich die Gegendarstellung von Ihnen damals dabei habe. Man bereitet sich ja vor ab und zu. Damit uns die Sache mit der NATO nicht wieder passiert, da steht jetzt, hierzu stelle ich fest, die Veröffentlichung ist ohne mein Zutun und ohne meine Kenntnis erfolgt. Ne, dazu wurden auf der Titelseite und auf der Seite 10 Abbilder der computertomografischen Untersuchung meines Gehirns gezeigt. Hierzu stelle ich fest, das ist ohne mein Zutun und ohne meine Kenntnis erfolgt. Ja, das war nicht Ihr Gehirn. Nee, das war nicht mein Gehirn, aber da hinten wirklich ein kleines Bild von meinem Gehirn war, haben wir lange diskutiert, ob ich sage, dass es das gar nicht war. Dann hätten wir zwischen Seite 1 und Seite links unterscheiden müssen. Aber ich fuhr durch die Straßen, saß im Auto und bekam Nachrichten. Und da hieß es halt, heute musste die Bild-Zeitung in ihrer Geschichte die größte Gegendarstellung veröffentlichen, weil es die Hauptüberschrift war. Von Gregor Gysi. Und dann habe ich mich gestritten mit meinem Fahrer. Ich habe gesagt, steig aus, kauf die Bild-Zeitung. Mindestens 6. Ich sagte, ich kaufe keine Bild-Zeitung. Das zeige ich schon gar nicht. Also, das ging dann hin und her. Aber jetzt muss ich Folgendes sagen. Sie haben ja, also voll korrupt und machtbesessen, das finde ich ja auch richtig und wichtig, dass Sie sich damit auseinandersetzen. Sie haben 3 Kinder. Wird denn aus denen was Anständiges? Oder gehen die auch in die Journalistik? Was? Es ist einer, bei einem ist es wirklich nicht mehr auszuschließen, dass er das versucht. Wie gesagt, der studiert auch was theoretisch auch hinter das Taxi, hinter der Steuer eines Taxis führen kann, aber nicht muss. Und auch nichts gegen Taxifahrer, by the way. Aber doch, einer versucht es, der Mittlere versucht es vielleicht, ja. Und der hat auch das Talent. Lieber Herr Blome, Sie sind in all diesen Widersprüchen in unserer Gesellschaft aufgewachsen. Das habe ich mir richtig überlegt. Sie haben eine Meinung, einen Standpunkt, aber sind sich nicht sicher, wie die Geschichte der Menschheit weiter verläuft. Sie mögen das Linke nur begrenzt, aber wissen, dass die Reibung mit ihm gebraucht wird. Sie sehen Gefahren in der Welt, sind aber auch unsicher, wie ihnen zu begegnen ist. Ich möchte, dass Sie in jeder Hinsicht ein streitbarer Journalist bleiben, dass Sie aber auch Zweifel und Unsicherheiten artikulieren
dass Sie die Auseinandersetzungen nicht nur führen, sondern auch schätzen, dass Sie uns zum Nachdenken anregen und sich selbst anregen lassen. Ich sage Ihnen klar und deutlich, und das als Linker, wir brauchen auch Journalisten wie Sie. Wir sind beide Demokraten, weil ich weiß, dass es Sie nicht nur geben darf, sondern geben muss und weil Sie wissen, dass es auch einen wie mich geben sollte. Danke.